Servus zu einem neuen Podcast. Sebastian, Servus, grüß dich. Heute freue mich einen super Gast. Ein Elite-Pro in der Mens Classic Physik. Genau, Servus. Habe ich die Ehre bei uns aus Thailand. Also, ja, ich wollte gerade sagen, ist Auslandschalte. Freut mich, dass du die Zeit genommen hast. Also bei mir ist jetzt 12:30 Vormittag. Wie viel ist bei dir? Bei mir ist 3:30 Nachmittag. Also ich bin eigentlich 5 Stunden voraus. Gestern habe ich schon alle Termine versammelt, weil ich habe zur Zeitumstellung gehabt. Das heißt, das habe ich nicht. Das habe ich alles gecheckt. Aber ich bin eigentlich immer 5 Stunden voraus. Ja. Geil, super. Jetzt sollst du vielleicht einmal so ein bisschen deinen sportlichen Werdegang für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen. Also, ich muss sagen, mir bist du das erste Mal auf der Fränkischen aufgefallen, die du gewonnen hast. Da bist du für mich ein bisschen wie Phönix aus der Asche rausgekommen. Ich habe dich ja vorher nie auf der Bühne gesehen und auch, ehrlich gesagt, bist du mir vorher nie aufgefallen. Und da hast du ja einen Gesamtsieg geholt und das war ja überragend. Also, da war der Formwahnsinn, Präsentation. Da finde ich, warst du der beste Athlet von der ganzen Meisterschaft. Also, für mich zumindest. Da hat einfach alles gepasst. Hast du vorher öfters mal mitgemacht oder erzähl vielleicht einmal so ein bisschen deinen sportlichen Werdegang? Das gilt, wie gesagt, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, erstmal merci für das Lob. Das weiß ich von dir zu schätzen, das habe ich dir schon oft gesagt. Da warst auch du einer der wenigen, die ich so vom Bodybuilding her da damals schon so kennt habe und bewundert habe und geschätzt habe. Ja, bei mir hat eigentlich alles angefangen. Ich schaue da jetzt aufs Wesentliche konzentriert, wo ich so 13 war. Da bin ich damals bei uns, das war so ein Oldschool-Studio, da bin ich rein, weil ich immer so Rückenprobleme gehabt habe. Ich bin immer praktisch so Buckler gegangen. Da haben sie mir zu mir gesagt, Glöckner von Lotte Dame oder wie das geheißen hat. Und dann habe ich trainieren angefangen, damit ich das wieder in Ordnung bringe. Und dann hat mir das so Spaß gemacht. Und ich habe so ein bisschen einen erblich bedingten Herzfehler gehabt. Das heißt, Ausdauersportarten habe ich nicht machen dürfen. Ich habe Fußball gespielt, das habe ich aufhören müssen. Also extreme Ausdauersportarten. Und dann habe ich wirklich da Gefallen am Bodybuilding gefunden. Also mit 13 habe ich angefangen. Und das habe ich eigentlich, also was wie Diät hat es gegeben. Ich habe immer aufgebaut, immer geschaut, dass ich nur esse. So wie es bei euch damals auch war, also nicht so Instagram oder sowas. Ja. Und dann irgendwann, das war der einschneidende Tag, Rosenheim damals, da hat es geheißen, Dr. Martina Olesch gibt einen Formcheck. So wie, okay, gut, dann schauen wir das einmal an. Und dann bin ich da hingefahren, Martina nicht kennt, und dann hat sie zu mir gesagt, irgendjemand hat gesagt, da schau doch mit denen an, oder auf mich, ich total schüchtern, weißt du, in den gestanden. Da bin ich vier gegangen, habe ich mich ausziehen müssen. Ja, und ich habe so 105 Kilo gehabt damals, warst schon gut speckiger und so. Und dann hat sie gesagt, ja, sie sagt der Potenzial. Und so, ich habe das noch nie in meinem Leben am Bühnensport gedacht. Ja. Und dann habe ich das erste Mal damit auseinandergesetzt. Und dann eigentlich ein, zwei Jahre später ist eigentlich mein Traum gestanden, dass ich der Bayerische Meister werde. Das wollte ich werden. Bayern habe ich schon immer geliebt. Ja. Ich war dann einmal auf der Bayerischen Meisterschaft als Zuschauer. Und dann habe ich gesagt, ich möchte da in der Classic, in dem Classic Bodybuilding. Und das, so, das habe ich dann zwei, drei Jahre das den Gedanken richtig intensiv verfolgt. Und aber dann gestartet in der Zeit noch nicht, oder? Noch nie. Nein, ich bin dann einmal, das war ein bisschen eher, drei Jahre davor bin ich tatsächlich einmal in der Mens Physik gestartet. Da war ich wieder in Form, nur hat mir die Glas gefallen. Dann habe ich noch einen Wettkampf gemacht im Junioren Bodybuilding. Und total versagt, da war ich überhaupt nicht in Form. Ja, da hat mir einfach so ein bisschen der Drive gefällt, die richtige Linie gefällt. Und dann habe ich gesagt, gut, so lasst mir das sicher nicht stehen. Das packt mir jetzt gescheit an. Und dann, dann war die Saison, wo du jetzt gesagt hast, da wo ich auf der Fränkischen war, das war eigentlich dann meine erste, wo ich für mich sage, da war ich, nicht weil ich jetzt erfolgreich war, sondern weil ich das erste Mal gedanklich wirklich in dem Wettkampfsport drin war. Nicht, weil ich jetzt vorher verloren habe, das geht es mir gar nicht. Dann habe ich die Bayerische gemacht, die Fränkische gemacht und sowas. Ja, das hat eigentlich alles hingehauen. Also, da habe ich die Classic Physik, Classic Bodybuilding gewonnen gehabt. Genau. Ja, genau, ja, Classic Bodybuilding war das da noch. Ja. Da haben sie gesagt, damals 87 Kilo war ich damals. Da war ich da relativ, wo du gesehen hast, da habe ich 87 Kilo gehabt auf der Bühne. Ja, aber da sieht man mal, dass das Gewicht allein nicht ausmacht, weil hat ja passt. Also da warst du ja klar Erster. Gell? Ja, das war mir schon sehr viel bedeutet. Also da habe ich, glaube ich, so viel Trainings da noch.
Und dann, ja, was war denn das? War das in dem Jahr oder ein Jahr drauf, wo du sogar auf der Bayerischen den amtierenden Weltmeister in der Classic Bodybuilding geschlagen hast? Das war das erste Jahr. Ich bin da hingefahren, ich wollte unbedingt gewinnen. Und der Flo Fütterer, der hat ja gewusst, dass ich ein ganz schönes Nervenbündel bin. Weißt? Also ich bin schnell aus der Bühne zu bringen. Also ich habe zwar mein Bündeln, aber ich kann mal schnell aus der Bahn schmeißen. Da sagt er so, Sebastian, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ach so, wieso? Scheiße, was ist denn die schlechte? Und dann sagt er, war klar, dass du nach der fragst. Er sagt er, ich wollte in dem Tag gewinnen. Ja, heute kommt der amtierende Weltmeister. Und ich denke mir so, um Gottes Willen. Ich möchte halt einfach die Bayerische gewinnen und jetzt kommt da der amtierende Waldmeister. Die haben mir echt in die Hosen geschissen, also wirklich. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, die zweite Nachricht ist, du bist knüppelhart. Sorry. Okay, das sind jetzt zwei Sachen, die vertragen sich eigentlich ganz gut. Ja, dann, ja. Wobei man ja sagen muss, der Weltmeister, der ist ja eigentlich auch für seine brutale Härte immer bekannt gewesen. Gell? Genau. Dr. Hart hat er geheißen im Google. Ja, genau. Ich habe jetzt Google aufgemacht und habe mir googelt. Das ist ein Nachname, weißt du, und dann ist es bei Dr. Hart gekriegt. Oh Gott, Dr. Hart. Hier hat man natürlich jeder erzählt, so auf der Bühne, da musste man in der Classic Bodybuilding, da musste richtig Abzug sein, Ding, also jetzt kommt da der Dr. Hart, weißt du schon. Ja. Aber, ja, ich muss sagen, als ich dann auf die Bühne raus bin, ich habe da wirklich sehr viel Selbstzweifel gehabt, aber als ich da raus bin, dann waren da wirklich ein Leiter, ich meine, ich habe mir genau gewusst, wo du gesessen bist. Du bist von meiner Bühne aus, bist du links, in der ersten und zweiten Reihe bist du gesehen. Ich weiß genau, wo du Das hat mich gepusht in dem Moment. Und weil ich mir gedacht habe, so du nimmst mir das jetzt halt nicht. Dass ich dann einfach Gas gegeben habe. Und dann hat es ja hingehauen. Ja, also ich glaube, dass es an dem Tag auch in Ordnung gegangen ist, auf der Bayerischen. Also der war also, gut. Soweit ich mich noch daran erinnern kann, war das total in Ordnung, weil du einfach das bessere Gesamtbild gehabt hast. Also der war schon, das war nicht einmal so, dass der außer Form war. Also der war schon in Form. Aber ich finde, das bessere Gesamtbild hast einfach du geliefert, das Paket. Also war zwar total überraschend dann, aber auch okay gegangen, die Wertung. Gell? Das habe ich auch so gesehen. Das war auch schön, da noch zum Schauen, weißt du, weil ich weiß noch, ich sage jetzt ja keinen Namen nicht, ich weiß nicht, wir sind auf der Rastplatz, sind wir Stiebel auf dem Weg zur Bayerischen, haben wir einen Kampfrichter getroffen und der Kampfrichter hat gesagt, ich habe es ja gehört, da kommt der hat ja nicht gewusst, dass ich in der Classic statt. Da kommt halt der Mr. Doktor, ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Der kommt halt, oh mein Gott, der ist immer so hart und das wird brutal. Und ich stehe so da und denke so, wow. Und du weißt ja selber, man weiß, also ich meine, der ist bekannt, den kennt man, der ist immer gewonnen. Und dann kommt so ein Jungspund daher. Und das habe ich dann auch cool gefunden, dass ich dann auch einfach auch gewinnen habe können an dem Tag. Weißt du, ich meine, du weißt ja selber. Das ist, das ist immer das, was ich ja zu den Leuten immer sage, da darf man sich nicht vorher so verrückt machen, auch wenn sie aber wenn ein großer Name kommt, das sage ich auch immer, abgerechnet wird zum Schluss auf der Bühne. Und siehst, da warst du ja eigentlich ein Newcomer in der Klasse und hast dann einen amtierenden Weltmeister geschlagen, gell? Das war lässig, das war echt lässig. Aber ja, das war eine gute Zeit. Und dann hast du ja die Saison abgeschlossen und dann hast du ja eigentlich schon in der nächsten Saison deine Profikarten gelöst, oder? Genau, dann war die kommende Saison. Und da war es dann so, meine, man muss sich heute noch warnen. Da habe ich die Fränkische mitgemacht, wieder als Probelauf. Also Probelauf. Ich liebe die Fränkische, sollte nicht blöd hören. Also das war für mich ernst in der Wettkampf. Nur für mich war das immer so, ich war so aufgeregt. Und ich habe immer vom wichtigen Wettkampf, wo ich mindestens einen brauche, damit ich den gut mache. Dann habe ich die Fränkische gewonnen, war tatsächlich knapp gegen Christian Drost. Also wenn du das anschaust, dann größer die. Weil du warst an dem Tag brutal. Also ich sage, da hättest du genauso du gewinnen können. Nach wie vor mit meinen. Und dann wollte ich die Bayerische machen. Da hat der Flo zu mir gesagt, die Bayerische machen wir nicht. Ich sage, ich habe schon fast zwei noch gefangen. Ich habe sogar die Bayerische. Weil eine Woche danach war die Deutsche. Und ich wollte die Deutsche einfach gewinnen. Und dann haben wir die Bayerische nicht gemacht. Und ich habe die Deutsche auch nicht gewonnen. Aber du hast in Österreich einen Gesamtsieg gemacht, gell? Genau. Davor habe ich die österreichische, danach war das, genau. Habe ich der österreichische Gesamtsieg gemacht und dann die Profikarten. Das heißt, ich war nie deutscher Meister im Classic Bodybuilding. Das war ich nie. Natürlich kann man jetzt sagen, gut, damit wir jetzt die Profi, Elite-Profi jetzt halt immer schon mit den Deutschen gewonnen haben. Aber das finde ich immer so ein bisschen, das Denken, das kann ich nicht so unterstützen, weil du weißt, ich weiß nicht, was du sagst, aber
ich meine, jede Meisterschaft ist unterschiedlich und das heißt ja im Umkehrschluss nicht, wenn ich jetzt die Deutsche gewinne, dass ich automatisch ein super guter Bodybuilder bin. Außer kann ich auch nicht sagen, wenn ich nur die Deutsche nicht gewinne, dass ich nicht gut bin. Also das hat mir immer gedacht. So, am Anfang habe ich mir wirklich so gedacht, na scheiße, wenn du jetzt Profi wärst, dann musst du eigentlich schon mal die Deutsche gewonnen haben. Finde ich auch den Gedanken, den kann man schon vertreten, aber ich finde, das ist nicht nur das Einzigste, finde ich. Also, ich finde, man muss beweisen, dass man mithalten kann. Das ist, genau. Weil das ist ja doch immer Tagesform, aber so, meine Meinung ist halt, ich finde so auf der Deutschen, da war immer die Form nicht so gut, wie es in die vorhergehenden Meisterschaften war. Also ohne, dass ich da jetzt zu nahe trete. Jedes Mal. Ich habe beide Saisonen gesehen und auf der Deutschen war so immer, bis dann immer so ein bisschen abgefallen schon wieder ein bisschen, gell? Der Flo hat damals auch gesagt, dass ich auf die Bühne bin ich zugelaufen. Und ich glaube das wirklich. Ich war jedes Mal da so aufgeregt. Ich habe mir da so einen Druck gemacht. So ist jetzt auch in der kommenden Saison, das ist glaube ich das erste Mal in meiner kompletten beruflichen Karriere, sportlichen Karriere, wo ich sage, ich freue mich auf die Vorbereitung, weil ich sage das nicht mehr so als Druck. Also klar kommt der Druck irgendwann, aber damals habe ich schon, ich glaube, das hat mir jetzt mal über Form gekostet, dass ich mich so reingesteigert habe. Weil ich habe dich ja da in der zweiten Saison, da bin ich auch nach Österreich gefahren und habe dich in Österreich gesehen, du hast so einen Gesamtsieg, da warst du ja überragend. Also die Form, wenn du auf der Deutschen gebracht hast, hättest du wahrscheinlich da auch gewonnen, gell? Da hast du deine Profikarte neben geholt hast. Ja. Und da, schau, warum war ich da so entspannt? Weil da habe ich mehrere Möglichkeiten noch gehabt, um die Pro-Card zu gewinnen. Und dann habe ich so relativ entspannt gesehen. Also ich habe gemerkt, in meinem Leben dreht sich wirklich ganz viel bei sowas im Kopf. Also das ist. Warst du immer auf die Wettkämpfe, warst du aufgeregt? Oder weil du wirkst schon immer selbstsicher, wenn ich deine Wettkämpfe. Nein, eigentlich, also für mich war immer an die Meisterschaften, das war mir eigentlich wurscht dann. Also ich bin in der Früh aufgestanden, wenn es vorhin passt hat, dann hat es für mich passt. Ich habe mir immer gedacht, das kann sich eh nicht ändern. Also genau. Also da war ich, muss ich schon sagen, so immer entspannt. Aber ich habe immer eine Schwierigkeit schon gehabt, dass ich mich für eine Meisterschaft motiviere. Für mich war immer das Hauptziel, eine geile Form zu haben. Und wenn ich dann in der Früh aufgestanden bin, dann habe ich mir gedacht, geil, passt ja. Aber denkst du nicht, Tom, dass das oft das Problem heutzutage ist bei vielen Leuten? Durch dieses ganze, ich glaube, vielleicht täusche ich mich, aber durch das ganze Social Media und alles, dass die Leute so das, also das Ziel muss doch sein, dass du deine Bestform bringst, wie du jetzt gesagt hast. Aber ich bin ja zum Beispiel so auch durch dieses ganze Drumherum, ja, ich muss da abliefern. Ja, so viele Leute schauen mir da zu und die, letztendlich interessiert es eh keinen, aber ich habe mir gedacht, so gut, du musst da abliefern. Dann habe ich mir immer als Ziel gesetzt, na gut, du musst das gewinnen. Aber das sind ja Sachen, die kannst du nicht mehr beeinflussen, wie du schon gesagt hast. Also ich habe da schon auch mitgemacht und ich war jetzt auch keiner, der, wo ich sage, mitmachen war alles. Ich bin da schon auch mitgefahren zum Gewinner, gar keine Frage. Aber ich habe das schon immer so teilweise auch entspannt gesehen, weil es ja wirklich so ist, wie gesagt, du kannst nicht beeinflussen, wie die ausschauen, wie die Kampfrichter. Und ich muss sagen, ich habe natürlich schon eine leichtere Zeit. Man hat ja jetzt vor den Vorschusslorbeeren, du hast ja in Ruhe vorbereiten können. Das hat ja gar keiner mitgekriegt. Und heute musst du ja in der Vorbereitung praktisch, so wie du als Profi, musst du ja Social-Media-Präsenz haben. Und auch sehen die Leute natürlich, wie gut das ausschaust. Dann bist du ja eigentlich für jeden schon der Sieger. Und dann will man natürlich auch abliefern. Also ich glaube, dass der Druck heutzutage schon viel höher ist, wie er damals war. Ja, das sehe ich auch so. Und da ist, das ist auch ein Punkt, wo ich sagen muss, da triffst bei mir jetzt auch ziemlich ins Schwarze, gerade weil nicht ins Schwarze, sondern es ist 2020, als ich gemerkt habe, da sind keine Wettkämpfe, habe ich mir gedacht so, okay, jetzt hast du Sponsoren. Na gut, du möchtest Servus darstellen als Coach, aktuell noch. Na gut, was machst du jetzt? Ja gut, Wettkämpfe kannst du nicht machen, dann investierst du in deinen Social-Media-Auftritt. Nur, letztendlich habe ich das so intensiv betrieben für mich, dass ich mich ein bisschen verloren habe da drin. Weißt, ich war immer für meine Verhältnisse immer in recht guter Form, also relativ abgezogen. Dann habe ich natürlich komplett den Bezug zum normalen Essen verloren. Ich habe weder irgendwelche Fortschritte, irgendwelche Defizite ausgeglichen. Ich bin nicht wirklich vorangekommen, 2020. Social Media mäßig schon, aber jetzt im Nachhinein muss ich fragen, was das wert? Und da muss ich mir ganz klar beantworten, nein, was nicht. Mhm. Da bin ich voll bei dir, was du gesagt hast mit eurer Zeit. Es hat sicher alles sehr kurz und schlecht, aber das ist so. Also man war halt unterm Jahr etwas entspannter, selbst wenn du jetzt ein bisschen fetter warst, das hat ja in dem Moment gar keine Sau interessiert. Man hat da überhaupt keinen Leistungsdruck gehabt. Du hast die anderen Leute hast du einmal auf einer Meisterschaft getroffen, aber sonst einmal. Hast eh nur Zeitschriften gehabt, wo du dann drin warst und da waren wir ja dann meistens in Form und wie gesagt, den Druck, wo halt viel haben, ich steuere das immer fest, auch meine Leute, wo ich vorbereite, die wo
Ich schaue halt auch schon immer auf Instagram, wer starten nicht. Da tut man sich natürlich, im Instagram tut sich ja keiner im schlechten Licht präsentieren. Da kriegt man da natürlich auch einen Druck, ob der jetzt gut ist oder nicht. Das ist ja teilweise völlig uninteressant. Und da hat man halt schon so einen gewissen Leistungsdruck, gell, den wo man halt früher überhaupt nicht gehabt hat. Gell. Ja, das sehe ich auch so. So ist das. Ist, so ist wie David sie zu mir auch gesagt, was die macht das nach wie vor weiter damit. Mit dem Instagram und so weiter, aber habe ich gesagt, da muss ich mir ein bisschen, weil vor kurzem hat sich da, es ist bei mir total vorwärts gegangen die letzten Monate und dann vor kurzem hat sich irgendwie der Algorithmus geändert und dann ist es bei mir total einbrochen und das hat mich richtig fertig gemacht, also ich werde das richtig, richtig beschäftigt. Das gibt es ja nicht, was mache ich jetzt falsch? Und irgendwann bin ich da gestanden und gedacht, Sebastian, das darf doch nicht sein, da kann doch nicht die Anzahl der Likes, Followers und der Reichweite, der kann doch jetzt nicht deinen Blog bestimmen, sag ich, das geht doch nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, das muss ich ändern. Und jetzt habe ich es eigentlich relativ gut wieder im Griff. Mhm. Ich glaube, da kann man sich recht schnell verlieren da drin. Ja, weil du zuerst gesagt hast, da hast du mit dem Essen nicht so, da hast du immer wenig gegessen dann, wie du gesagt hast, dass du in Form bleibst. Ja, ich habe viel zu wenig gegessen. Also ich sage mal, das war wahrscheinlich eine Ernährung von einer Bikini-Athletin, was ich gemacht habe. Und letztendlich nach außen hin, ich habe immer recht eine gute Form gehabt, das ganze Jahr, weißt du, also ist gut. Mhm. War relativ abgezogen für Nicht-Wettkampfverhältnisse. Ja. Aber in mir ist mir sicher nicht gut gegangen. Ich habe mir das natürlich am Anfang nicht eingestanden, weißt du, aber schlecht geschlafen, gar nicht geschlafen, Libido im Arsch, lauter so Sachen, weißt, wo ich dann gesagt habe, das kann doch kein Zustand sein. Also für Hosen. Also das mache ich vielleicht ein paar Wochen vor dem Wettkampf, aber und dann habe ich gesagt, nein, das muss ich ändern. Ja. Und also ich habe das tatsächlich einmal 2006, wie ich Deutsche gewonnen habe, ein Jahr vorher auch so betrieben. Da habe ich wirklich geschaut, dass ich bloß 3-4 Kilo über dem Wettkampf durchbleibe. Und das habe ich auch wirklich geschafft. Ich habe in der Diät kaum was abgenommen. Also ich glaube, ich habe 103 gehabt und mit 100 bin ich dann auf der Bühne gestanden. Also es war wirklich auch das ganze Jahr brutale Form. Aber mir ist da genauso gegangen wie dir. Ich bin da total ausbrennend in dem Jahr. Und für mich war es das nicht mehr der Wert, weil da bin ich tatsächlich immer so gegangen, dass ich so Ende der Woche immer total kaputt war. Es wird jetzt ein ganzes Jahr Wettkampf-Diät heute. Also das ist so, freilich ist das geil, wenn man so eine geile Form präsentieren kann, das ganze Jahr. Aber ich glaube, man muss auch brutal viel opfern dafür, gell? Ist das wert, ja. Also ich sage zu mir, ich weiß schon, zum Beispiel mein Späßel oder Joe, der ist ja auch, also der ist ja immer in Form, also seitdem wir gehen seit 4, 5 Jahren. Aber der lebt halt, also der macht ja, der ist halt, sein Hauptding ist halt Influenzen, also in Instagram. Und ich glaube, da ist der, glaube ich, also der struggelt schon wirklich brutal hart jeden Tag. Also das ist nicht, weil viele sagen, ja, das ist Genetik, nein. Also ich habe mit einem 4 Monate zusammengewohnt, der gibt es jeden Tag brutal mit dem Essen, also sprich wenig. Und das ist ja, aber ich glaube, der Unterschied, wenn du Wettkämpfe machst, ist, wenn du die einmal so brutal striegelst vom Wettkampf, wie wir jetzt im Bodybuilding, dann kannst du nicht einfach so weitermachen, glaube ich, dazwischen. Also ich glaube, da musst du einfach mal Pause genehmigen, oder? Ja, freilich, du musst ja körperlich vorwärts kommen. Und man muss einfach schauen, weil das heißt ja nicht, dass die Fett fressen muss. Das ist ja auch out, das macht man so wie früher, dass man 20 Kilo abnehmen muss, macht ja auch kein Mensch mehr. Aber ich glaube, so eine gewisse Fettkalt muss man einfach drauf essen, dass so einmal gut geht. Gell? Ja, das sehe ich ja so. Aber jetzt hast du ja, wir haben zuerst schon ein bisschen geredet, jetzt gehst du ja mit dem Essen auf. Wie viel isst du jetzt? Wie viel hast du jetzt Off-Season? Das ist ja eigentlich immer noch nicht viel, gell? 3.850 easy. Also ich sag's dir, Tom, du glaubst, das klappt bei mir nicht, aber ich habe vorher also selten über 2-3 gegessen. Also und wenn ihr das jetzt hört, dann nehmt euch das als Negativbeispiel, nicht als Positivbeispiel. Weil das war, also man kann eine gute Form haben. Man muss dann nicht auch mit 100 Kilo 2300 Kalorien essen. Das ist nicht unbedingt. Also das ist, was ich gemacht habe, ungesund. Das war nicht gesund. Aber jetzt bin ich so bei 3,8, einfach damit ich vor dem Vorbereitung starte, einfach ein bisschen aufgekomme. Fällt mir nicht leicht. Fühlt mir schwerer wie Diät heute, weil das bin ich einfach nicht gut. Und wenn ich mit dem Spiegel schon in der Früh, da gibt es den einen Tag, wo ich sage, boah, halt schon gut aus. Also nicht einmal. Aber das ist ja genau das, was ich ändern möchte, dass ich da wieder einen Bezug dazu kriege. Weißt du, das ist okay, du, da ist jetzt ein bisschen ein Speck, aber dafür geht es ja auch vorwärts. Ist das erst gekommen, wie du Meisterschaften angefangen hast, oder hast du das vorher auch schon gehabt?
Es ist gekommen, wie ich die Meisterschaft angefangen habe. Dann hat man natürlich mal so einen flickigen Körper, wo natürlich auch geil ausschaut. Gell? Genau. Das glaube ich ist schon ein Problem. Wo glaube ich auch, wie gesagt, ich würde jetzt lang bleiben, wenn ich das sage, das hätte ich nicht auch schon durchgemacht. Wenn man jetzt mal schon mit Form war, dann geht man da mal drüber und will man das eigentlich auch lang halten. Gell? Also ganz weg von Form nicht, aber so ein paar Kilo drüber. Aber wie gesagt, man muss halt schauen, ob das dann außenrum alles wert ist. Gell? Genau. Da bin ich voll bei dir. Das ist mit den Wettkämpfen gekommen. Mhm. Social Media hat es dann eigentlich noch verstärkt. Ja, also das hat es verstärkt. Und ich glaube einfach nur... Hat es das noch verstärkt, Social Media? Hast du dann selber so einen Druck gehabt für dich, oder? Ich sage einmal so, weißt du, wo ich zum Beispiel mit Joe unterwegs war, also wenn er das jetzt sagt, das ist alles meine eigene Schuld gewesen. Und das geht es gar nicht. Sondern wenn du natürlich mit jemandem unterwegs bist, jetzt zum Beispiel, du hast einen Trainingspartner und der ist rund um das ganze Jahr ist der immer brutalst in Form. Natürlich frisst dich das ein bisschen, wenn du dann auf einmal aufbauen müsstest oder möchtest das entspannt, weil du weißt, das kommt wieder. Das heißt, das hat mir jetzt schon brutalen Druck verliehen, weißt du? Und dann habe ich dann gemerkt, leider, das können viele vielleicht bestätigen, die auch in Instagram aktiv sind, ich mache, wenn ich eine Übung mache. Ich habe jetzt zum Beispiel meine Beinübung, was ich da abfülle. Oder ich mache eine Schulterübung. Und wenn ich die gemacht habe, ich war richtig abgezogen, dann habe ich die gemacht und dann hast du überall die Fasern gesehen. Natürlich schaut es interessanter aus, wenn ich jetzt mit 15% Körperfett das mache. Dann habe ich gemerkt, wenn ich das dieselbe Übung, aber mit einer schlechten Form, das interessiert einfach keinen. Dieselbe Übung mit einer richtig guten Form, ist ja die Leute haben ja alle sensationsgeil, ob du jetzt lustig bist oder ob du brutal ausschaust oder speziell ausschaust. Und das hat dann zusätzlichen Druck, glaube ich, da mir verliehen in Instagram. Ja, da habe ich eben verstanden, das ist nicht wert. Und jetzt schaust du praktisch wieder, dass du sportlich vorwärts kommst. Also du jetzt tust du dich gerade vorbereiten und willst im Sommer, glaube ich, die Arnolds, oder? Ist angepeilt jetzt einmal, oder? Hast du gesagt gehabt? Das ist Mitte September, das waren die Arnolds, die da machen. Ich mache ja gern vorher schon was. Also wenn ich vorher, das Problem ist ja, jetzt bin ich ja hier in Thailand. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, natürlich bringt mich da hier so, also wenn das bei uns daheim nicht besser wäre, ich meine, was hätten die für einen Grund heimzugehen? Also das war ja ein Schuss ins Knie. Also hier ist ja alles normal. Und so, wenn die halt diese Travel, also die Reiserestriktionen, wenn die aufkommen sind, dann würde ich ja gerne vorher was machen. So vielleicht Juli, August. Und das war halt dann der Plan, so die im September die Arnolds und dann schaue ich mir weiter, was dann passiert. Mal eine Frage, du hast ja mit der österreichischen die Profikarten gewonnen und zuerst hast, das finde ich immer ganz interessant, du hast gesagt, dass ja eigentlich Bayerische immer so dein Ziel war zum Gewinner. Das ist tatsächlich mein Hauptziel auch immer gewesen, irgendwann einmal Bayerischer sein. Und dann kommt natürlich eins zum anderen, aber du hast jetzt nicht von Anfang an, gibt es ja heutzutage, hört man das ja oft, dass sie sagen, ich will Profi werden. Das war aber nicht dein Ziel, oder? Dass du sagst, jetzt will ich unbedingt Profi werden. Nein, ehrlich gesagt, das ist ein guter Gedanke. Nein, da habe ich selber noch nie drüber nachgedacht, aber war es nie. Also im Nachhinein, als ich letztes Jahr dann in Madrid war und auf die Arnolds war, da habe ich mir gedacht, am liebsten hätte ich einfach wieder die Bayerische machen. Ja. Das ist alles so. Aber irgendwo ist natürlich der Punkt gewesen, warum ich es dann wollte, war halt, weil ich halt, jetzt zum dritten Mal Bayerischer Meister werden. Ja, natürlich geht das, das darf mir auch Spaß machen, aber irgendwo fällt halt wahrscheinlich dann der Drive wahrscheinlich. Deswegen habe ich gesagt, gut, dann brauche ich jetzt den nächsten Step. Und damals hatte die Elite Pro, die ist ja frisch rausgekommen. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe damals gesagt, ja gut, nach das, dass ja für mich nie ein Ziel war, dass ich sage, ich möchte jetzt Profi werden, war es mir letztendlich wurscht, welchen nächsten Step ich mache. Also ich wollte jetzt unbedingt Elite Pro oder Pro. Also Hauptsache, ich zeige mir irgendwo, dass ich meine Form verbessere, auf irgendeinem Wettkampf, dass ich mithalten kann. Ja. Das war dann da durch Österreich zustande gekommen. Es ist ganz komisch, jetzt habe ich ja schon ein paar Interviews gehabt mit Leuten, die Profis geworden sind, und das war eigentlich bei allen so. Also, das ist jetzt keiner hingegangen und sagt, ich wäre Profi, sondern die, mit denen, wo ich jetzt geredet habe, die sagen, ja, das ist halt dann so gekommen. Das ist, aber ich höre mir ja auf Instagram, die haben ja von Haus aus Ziel, dass Profi werden, ohne dass vielleicht einmal eine gute Platzierung bei der Meisterschaft gehabt haben, weißt du?
Ja, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich kenne die auch schon ein bisschen, zwar nicht so gut, aber ich kenne die auch. Und ich glaube, also du und ich, wir sind nicht jetzt sicher nicht so Schmatzkipf, weißt du, wie ich meine? Also Schmatzkipf ist nicht zu bohrisch. Also ich habe mir gedacht, so selbst wenn ich, glaube ich, Profi hätten werden wollen, dann hätte ich mir das selber halt gesagt, so Sebastian, du wärst Profi. Aber die Leute, ich war viel, weißt du, die schreiben das schon immer 2 Jahre vorher. Also vielleicht ist es ja gut, sich selber zu motivieren, aber ich sage auch immer so, lieber erst so Taten und dann Worte. Also das ist so. Erst abliefern und dann. Also jeden ist kleine. Aber ich sage auch immer, das, ja. Hat sie da jetzt irgendwas, mich interessiert jetzt, hat sie vom Amateur zum Profi, hat sie da für die was geändert? Oder ist das, was du jetzt machst, eigentlich nur, was deine Arbeit als du bist ja auch Coach, du bist ja Leitcoachen und bist Trainer, oder hättest du das genauso mit deinem Trainerjob erfüllen können, was du jetzt hast? Hat dir das Profitum, außer dass du natürlich jetzt ein Glas her startst oder 2 Klassen her, hat dir das was gebracht, dass du sagst, hey, jetzt sind auch einmal Sponsoren gekommen oder hättest du Sponsoren, aber als dass du bist, weil du einfach ein guter Athlet bist, hättest du ja so auch gekriegt. Weil es gibt ja auch gute Amateure, die wo Sponsoren haben. Da muss man ja nicht unbedingt Profikarten haben. Hat dir das was gebracht, Profi sei jetzt? Die Frage ist auch cool. Du fragst mir lauter Sachen, über die ich selber noch da. Ja. Ich sage einmal so, nein, nichts gebracht. Am Anfang habe ich gedacht, ah, die Klienten, die legen drauf Wert. Meine Erkenntnis ist, die interessiert das nicht. Ja. Also nicht wirklich. Also, dass jetzt jemand wirklich bei Elite, vielleicht am Anfang ist es interessant, dass ich sage, ich schreibe den O, weil er Elite-Profi ist. Ja. Ja. Aber dann, wenn man mit mir spricht, dann glaube ich, muss ich schon abliefern, damit man mir bucht. Also die auch so sagen, abliefern, einfach so sein, wie ich bin. Und dann, die nächste coole, interessante Frage ist es mit den Sponsoren. Ich habe immer gedacht, der Zeitzeug, dass mir die haben mir damals gesucht, also wo ich da Profi geworden bin, danach. Also da haben wir die auch schon gesucht, auch schon mit. Und habe ich vor kurzem das, weil ich wollte 2020, ich wollte keine Wettkämpfe machen aufgrund dieser Situation. Und dann habe ich denen geschrieben, habe gesagt, passt auf. Wie schaut denn das aus? Ich sag mal, ihr kennt ja den Mehrwert für euch ohne meine Wettkämpfe. Ich meine, was habt ihr davon, wenn ich die Arnolds gewinne? Also ich meine, lieber mache ich doch ein gescheites, cooles Werbevideo oder lustiges für euch, weißt du, ich meine, oder schaue im Jahr besser aus und mache mir ein Beutel und genauso war es. Also sie haben mir dann bestätigt, sagen die, natürlich soll ich Wettkämpfe machen oder stelle ich im Vertrag bei, aber eigentlich haben sie übermittelt, vermittelt, dass es ihnen wurscht ist, dass sie mich genommen haben wegen der Persönlichkeit, dass sie glauben, dass ich da eine Marke gut vertritt mit meiner Art und Weise. Und dann muss ich noch dazu sagen, der dritte Aspekt ist, hat sie von mir irgendwas geändert? Hinsichtlich dem, wie ich trainiere und wie ist, das muss ich ganz klar sagen, nein, hat es nicht. Ja. So. Ich darf sogar sagen, ich habe mich damals, weil ich halt einfach neu war, wo ich mich auf die Bayerische vorbereitet habe, da habe ich alles noch ernster genommen wie jetzt. Ich nehme es jetzt auch ernst, aber damals habe ich es noch ernster genommen. Also, wenn es jetzt 4 ist und ich müsste essen, dann dauert meiner ist um 5 oder um 5:30 und damals, da hätte ich, was weiß ich, da hätte ich mit dem Auto stark gehalten im Ring und hätte gegessen. Ja. Also hat sich mit dem Profi-Status, wo dann viel meiner, du hast ja ein komplett anderes Leben, weil als Außenstehender sieht man dir jetzt ja bloß, jetzt ist der Maschberger Profi, jetzt wohnt er in Thailand, hat ein schönes Leben. Ist ja das, wo man vielleicht als Außenstehender das ist aber gut. Das hat alles nicht damit zu tun. Nein, das ist gut, dass du das sagst, ja. Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich sage einmal so, das muss ich halt, das habe ich auch festgestellt, weißt du, also ich meine, ich kann mir mit den Sponsoren gehen und so, hier in Thailand, also da kannte ich mich hier von meinem Terrassen durchlegen oder da die Liege und viel da brauche ich nicht. Also wenn ich nicht unbedingt anspruchsvoll, also wenn ich nicht unbedingt irgendwelche Sachen leisten möchte. Okay. Also immer mit den Sponsoren geht, da kann ich hier schön leben in Thailand. Mhm. Aber ich habe trotzdem auch einen Haufen Klienten, die wo ich da betreue, weil ich es einfach gerne mache. Also natürlich ist es Arbeit, aber weil ich es halt einfach gerne mache. Und das habe ich genauso gemacht, wie in Deutschland war. Also, dass ich jetzt hier lebe, ich sage da nicht, also natürlich ist das immer für die Leute, wenn sie meine Story so schauen, manche Mengen vielleicht nicht, die haben vielleicht irgendeinen Neid oder sowas. Aber ich muss jetzt auch die Leute sagen, die jetzt nicht abonniert haben, die sollen sich deine Storys anschauen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, sogar meine Mutter, wenn ich bei ihr da bin, schaut sie immer deine Storys an, das habe ich dir eh schon verzeiht. Ja, sie lachen gerade, das ist lässig. Nein, ich denke immer, Tom, das ist wirklich eine Sache, die beschäftigt mich total, weil du glaubst nicht, wie viele Storys ich auf diesem Handy habe, die wo ich
die letzten Monate gepostet hätte. Aber ich habe es nicht gemacht. Immer wenn ich hochladen drücke, habe ich gedacht, mein Gott, die Leute sitzen daheim und denen geht es so schlecht wegen der Situation und jetzt schicke ich ihn da an den Strand. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich bin daheim war, ich darf mir sowas gerne anschauen, weil es mich unterhalten hat. Oder weil ich mir denke so, mei, wenn der Schmarrn vorbei ist, dann gehe ich da hin. Weißt du, ich meine, das sind immer so zwei Ansatzpunkte. Und dann ab und zu denke ich mir einfach, nein, post es einfach, weil na, das ist schwierig. Also ich schaue mir das auch gerne an. Und wie gesagt, meine Mutter hat das einmal mitgekriegt und die schaut es jetzt auch jetzt mal. Oder muss ich dann jetzt mal, wenn ich bei ihr bin, die hat natürlich kein Instagram, die ist auch schon 70 und die schaut dann auch jetzt mal deine Story so. Das ist cool. Nein, ich denke mir immer, weißt, ich möchte auch ein bisschen was einfach da für die Leute, die wo da irgendeine positive Energie abgreifen können, die was anschauen und lachen oder wie deine Mutter, die was anschaut und lacht vielleicht. Dann passt schon, weil dann habe ich ja das erreicht, was ich damit erreichen wollte, einfach, dass ich ein bisschen da teilhaben lasse. Ja. Natürlich ist alles. Darf ich mal fragen, warum bist du überhaupt nach Thailand gegangen? Du hast ja mal studiert unten, oder? Und jetzt hat es die praktisch Liebe nach Thailand, hat dich da drunten bleiben lassen, oder? Sozusagen. Ja, also ich sag's euch, es fällt auch nicht zu meinen. Das Erste, was euch einfällt, wenn ihr das anschaut, ist, ja, wegen gewisse Sachen. Nein. Ja. Nicht wegen dem, nicht wegen dem Essen, nicht wegen dem Strand. Das sind alles absolut sekundäre Faktoren. Bei mir war es so, ich, und das sage ich ja nicht, dass die deutsche Gesellschaft da schlimm ist oder bei uns in Bayern, du weißt das, wie es bei uns ist. Du brauchst ab und zu schon ein relativ stark Mindset, wenn du anders bist, dass du bei uns überlebst. Weißt du, ich meine, oder? Ja. Mhm, also, da braucht man vom Bodybuilding reden. Also, bei uns in Bayern, das hat, also ich liebe Bayern, aber ab und zu kriegst du schon kurz Gegenfeuer. Ja. Dem war ich, ich war eigentlich nicht stark genug, dass ich den ab und zu standhalte. Was ist da passiert? Ich habe nicht geahnt oder so, sondern ich habe einfach mich nicht selber weiterentwickelt. Weil ich einfach immer zu, hey, was kann der Dinger, was kann der Dinger? Und das ist mir hier halt einfach abgenommen worden. Und ich bin hierher gekommen, die Leute, die interessiert das gar nicht. Wenn du da umeinander laufst und du bist jetzt zum Beispiel trainiert, dann entweder sie halten es mal oder sie sagen, hey, Respekt. Weil die sehen da einfach, okay, da hat jemand Arbeit reingesteckt, fertig. Ja. Ja. Das ist eigentlich der Grund, warum ich hier bin. Einfach so die Mentalität. Ja, ich weiß, du bist ja eine Zeit lang unten gewesen, da warst du mal kurz wieder da und jetzt bist du ja schon fast ein Jahr wieder unten oder länger. 14 Monate. Ja, über ein Jahr schon, ja. Total. Also ich war nicht so lange unten gewesen, wenn die Situation bei uns jetzt entstanden war. Weil ich muss da ja sagen, das ist wahrscheinlich für daheim ganz verstörend. Das Thema brauchen wir ja auch greifen, aber das ist hier alles. Ich war letzte Woche auf einem Festival eigentlich. Ich gehe normal nicht fort. Aber ich bin da hingegangen, weil ich dachte, Sebastian, machen wir was anderes als ein Studio und arbeiten und was weiß ich. Da bin ich hingegangen und da waren da, glaube ich, 3000 Leute. Ohne Massen. Ja. Also das, dann denke ich mir, ich kriege das ja auch bei mir von daheim und dann denke ich mir so, das, wie verschieden können zwei Welten zu dem Zeitpunkt sein, weißt du? Aber das ist auch ein Grund, warum ich natürlich noch nicht daheim bin, weil das einfach momentan ja, schwierig ist einfach jetzt. Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, das ist, hast ja recht vollkommen, dass du sagst, jetzt bleibst du unten und im Studio kannst du alles ganz normal besuchen, oder? Das, ja. Hier ist alles offen. Wo ich auf Koh Phangan bin, da ist natürlich alles recht, also hier gibt es eigentlich kein Leid. Also hier gibt es so die Einheimischen, Sechstes. Ja, da bin ich letztens mit dem Kajak umgefahren. Das schaut aus, als wäre das ein 10-Minuten-Trip. Ich sag's dir, da war ich 2 Stunden nichts. Und da ein Haxentraining ist nichts dagegen. Da bin ich so die anderen, weißt du schon. Ja, ja. Das sind die los. Nein, und das hier, das kostet jetzt zum Beispiel, also nur mal das zum Preislichen, das ist teuer und das kostet ungefähr 340 Euro im Monat. Das ist jetzt ein kleiner Bungalow ohne Küche. Ja. Aber 6340 Euro, das ist wirklich nicht viel. Also hier kann man natürlich schon günstig leben. Das ist natürlich, das ist schon, ja. Das ist natürlich schon geil. Und Essen und sowas sind aber ziemlich normale Preise, gell? Was ist immer so mitgekriegt von dir aus der Story. Das ist schon fast bei uns, oder? Das ist eben, was ich immer versuche, die Leute zu erzählen. Sag ich, wenn du hier ganz normal hochqualitativ isst, also du isst dein Fleisch, das heißt mindestens genauso viel wie in Deutschland. Also das teilweise rotes Fleisch oder Lachs, mein, das ist das Doppelte von Deutschland. Also wenn das, natürlich, die Leute sagen immer, teilen das günstig, na klar, wenn jemand 2 Tage in Bangkok ist, dann ist natürlich das Streetfood, da ist natürlich
5 Liter Öl drin. Also das ist natürlich günstig immer alles, weißt du, aber da haben sie natürlich, das kannst du 2 Wochen essen, dann schaust du definitiv anders aus. Aber ja, grundsätzlich ist hier die, vom Essen her ähnlich. Darf ich mal fragen, wie dein Essen jetzt in der Off-Season ausschaut für die Leute, die wo wissen wollen, wie sich ein Profi ernährt? Ich bin jetzt bei aber jemanden. Und da habe ich jetzt ein relativ, ich muss euch sagen, ich habe die letzten Jahre, hier leben ein Haufen Hippies, gell? Nicht, dass ich jetzt ein Hippie geworden bin, aber ich habe einfach versucht, ja, mal so mehr Gemüse mit Einflüssen zu lassen als üblich, einmal die Fleischmenge zu reduzieren. Nicht, weil ich jetzt vegan, Vegetarier werden möchte, sondern einfach nur, weil ich sehe, was passiert mit dem Körper. Ja? Und ich habe mich verdammt gut gefühlt. Also ich habe mich richtig gut gefühlt. Den Plan, den ich jetzt habe, der ist nicht so. Der ist recht oldschool, Bodybuilding, Reis, Händel, Eier. Und das sind jetzt so 3850 Kalorien, 6 Mahlzeiten, recht viel Fleisch. Ja. Aber ich mache das jetzt, weil so wie es ich die letzten Monate gemacht habe, hat es ja offensichtlich nicht funktioniert. Also zumindest mit der Zielsetzung besser zu werden. Ja, und deswegen habe ich gesagt, ich vertraue ich immer jemandem. Ja, das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Punkt dafür. Den wirst wahrscheinlich du auch runterpredigen können, wenn du ihn drückst im Coaching. Ist ja geil, weil das Wichtigste ist einfach, ihr müsst uns einfach vertrauen. Also, das ist gut, ich glaube, das ist eine Woche. Und ich finde, das ist auch nicht cool, aber ich mache das jetzt einfach und schaue einfach, was passiert. Ja, das habe ich mir eigentlich auch immer gesagt. Wenn ich vor jemandem Coach bin, habe ich gedacht, wenn ich es jetzt nicht so mache, würde der Wiener Brei auch nicht hingehen. Genau. Muss ihm einfach eine Chance geben, ob es ist. Also du isst jetzt noch einen festen Plan. Hast du vorher getrackt oder wie hast du das vorher gemacht? Ja, ich habe mir 2020 versprochen, nach über 6 Jahren, 7 Jahren, wirklich, wo ich nicht maximal das Cheat Meal nach dem Wettkampf war, nicht nach Plan. Alles andere war wie ein Roboter, 6 Jahre lang. Also wirklich, also egal wo es, da haben wir meine Ex-Verflossenen schon drunter gelitten. Das war schon immer hart, du weißt ja selber, wie es ist. Aber mit einem normalen Leben ist das natürlich nicht unbedingt, es geht schon alles, ja, aber es war recht strikt. Und dann habe ich 2020 gesagt, nein, ich mache das jetzt mal entspannt. Und dann habe ich versucht zu tracken. Und für früh haut das sicher hier. Gell? Also für mich hat es nicht funktioniert. Allein die Tatsache, dass ich mir Gedanken machen müssen, was kann ich jetzt heute auf die Nacht essen oder was muss ich essen, hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich konnte es nicht. Jetzt habe ich wieder einen fixen Plan. Das haut gut. Also ich muss da sagen, ich bin ja nicht mehr aktiv, aber ich ist trotzdem nur noch am strikten Plan, weil man braucht keine Gedanken machen. Ich will jetzt nicht irgendwie einen Scheiß essen, und das Tracken habe ich natürlich auch schon mal tatsächlich mal 3 Monate probiert, weil man denkt hat, man kann nicht über was urteilen, was man selber noch nicht probiert hat. Das ist für mich persönlich eine totale Katastrophe, weil da muss ich mich so viel mit dem Essen beschäftigen, dass mir das so auf den Keks geht. Oder ich habe so einen Zwang dann, da wäre ich ganz irre. Und so habe ich meinen festen Plan, da koche ich einen Tag vorher vor und nächsten Tag brauche ich bloß Essen. Da brauche ich mir null Gedanken machen über das Essen. Und wenn irgendwas nicht passt, dann geht man entweder rauf oder runter mit dem Essen. Ja. Das ist bei mir echt. Das ist bei mir eigentlich ziemlich ähnlich. Ja. Das hat bei mir einfach auch deswegen nicht funktioniert. Also, wenn ich mir da Gedanken machen muss, was ich da ist, das hat einfach nicht funktioniert. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass du und ich, wir wissen ja, was wir essen müssen, dass es funktioniert. Aber wenn das Leib machen, wo ich mir immer denke, so, du weißt ja gar nicht, was du essen musst, wann und wo und welche Menge, damit es funktioniert. Das ist ja dann nicht möglich eigentlich. Also, wieso das? Ja, weil ja oft das Nährstofftiming oder die richtigen Lebensmittel ist ja dann auch ausschlaggebend. Das stelle ich mir mal recht schwierig vor, wie das. Natürlich sagen viele immer, das ist immer das. Sagen viele immer, ja, das haut ja super hin bei mir. Ja, und dann sage ich, du, wenn du wohl damit fühlst, das ist ja super, aber wenn du jetzt zum Beispiel besser werden möchtest, du weißt ja nicht, wie es funktioniert, wie besser du schon geworden warst, wenn du es anders machst, als wenn du es nicht probiert hast, oder? Also bei mir auch ein fester Mahlzeitenplan, das ist immer, ja. Jetzt darf mich was interessieren, jetzt hätte ich eine Frage an dich, Tom. Jetzt darf mich wirklich interessieren. Ich bin seit Jahren dabei, dass ich mich selber auch so ein bisschen studiere mit dem Training. Bist du jemand, du hast bestimmt schwer trainiert, so wie ich dich einschätze, oder? Da muss ich jetzt tatsächlich lachen. Ich habe, wie ich Deutsche gewonnen habe, da habe ich mich selber nicht mehr daran erinnern können. Dann hat der Andreas Scholz, ich weiß nicht, ob du den kennst, der tut teilweise auch. Das ist aus Hamburg jemand, und der hat über mich so einen Flyer gemacht. Der war damals bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung noch,
Und dann hat er über mich als deutscher Meister einen Flyer gemacht. Und dann steht da mein Ernährungsplan drin, wie ich damals gegessen habe und damals auch zur Deutschen trainiert habe. Ich habe gleich selber lachen müssen. Ich habe das wirklich nicht mehr gewusst. Ich habe bei der ersten Übung habe ich 4 oder 5 Sätze gemacht und dann plus einen Satz pro Übung noch. Also wenig Volumen. Wenig Volumen und richtig schwach. Also wie gesagt, ich habe schon gewusst, dass ich so mal eine Zeit lang trainiert habe, aber dass ich so Deutsche gewonnen habe, das habe ich tatsächlich nicht mehr gewusst. Und den Artikel, den hat meine Tochter bei meiner Mutter irgendwo rausgezogen und den hat sie mir jetzt unter die Nase gehalten. Ich habe gleich selber lachen müssen. Also das war wirklich eine gute Zeit. Wirklich wenig Sätze gemacht. Ja. Aber schwer. Also ich habe auch gute Kraft immer gehabt. Ja. Ja, das ist für mich einmal ein Thema, wenig ganz, ganz schwierig. Ich habe aber für mich so das Mittelmaß gesucht zwischen Mai. Wo ich angefangen habe, weißt du, da im Bodyworld, da in Fane, beim Ostner damals, weißt du, da waren die ganzen beiden Bodybuilder drin, die haben gesagt, oh, Sebastian, da schon her, da habe ich Narben und da habe ich Narben, pass auf, trainier gescheit, nicht schwer. Ja. Die haben so, und das hat mich so geprägt und dann habe ich versucht, immer so das Mittelmaß zwischen effektiv trainieren und nachhaltig. Ja. Ja. Und ich weiß, dass ich auch oft einmal nicht so leicht trainiert habe, aber dass ich diesen Faktor schwer trainieren nicht zu viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Aber ich glaube schon, dass man schwer trainieren muss, damit was vorwärts geht. Das glaube ich schon. Ja. Also ich muss sagen, ich habe ja auch die Jahre da richtig schwer trainiert und ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen Glück gehabt, dass ich vielleicht da robust bin, weil ich habe aufgewärmt vielleicht 60 Kilo einen Satz, 100 Kilo und habe ich 180 auf die Bank drauf. Ich habe mich da auch gar nicht groß aufgewärmt. Also das, wenn heute einer von meinen Leibmacher da würde ich sagen, hast du einen Vollschuss. Ja. Ich glaube, da habe ich einfach ein Quäntchen Glück gehabt, dass ich mir nicht, also ich habe mir mal mit 2,30 auf der Bank habe ich mir mal einen Muskelbündel abgerissen in der Brust. Das hat man aber nicht gesehen, Gott sei Dank. Und das war dann das letzte Mal, wo ich schwer Bank gedrückt habe. Aber das war, glaube ich, alles nur so richtig Dusel gehabt auch. Also ich darf es auch nicht so weiterempfehlen. Mhm. Nein, das ist wirklich interessant. Wie trainierst du jetzt? Wie trainierst du jetzt? Also ich bin gestern ein bisschen zusammengestaucht worden von Dennis. Er lernt mir jetzt selber ein bisschen trainieren. Und ich weiß ja eigentlich. Also das, was ich trainiere, das darf ich nie jemandem geben. Also ich trainiere zurzeit 3-mal in der Woche Haxen mit einem recht hohen Volumen. Und das ist eigentlich, er hat zu mir gesagt, glaubst du, wenn du einmal gescheit Haxen trainierst, dass du das 3-mal machst? Und dann habe ich gesagt, nein. Und letztendlich weiß ich es ja. Das heißt, ich trainiere zurzeit mit einem zu hohen Volumen. Und das werde ich runterschrauben. Also teilweise Einheiten immer von 2 Stunden, ja. Eine, dreiviertel, 2 Stunden. Aber das ist einfach zu viel vom Volumen her. Ich trainiere schon auch, ich mache immer so, ich habe eigentlich immer, wenn ich sage, ich habe 6 Übungen, dann mache ich die ersten 2 schwer für meine Verhältnisse. Und die anderen mache ich auch schwer, aber mehr Gefühl. Also ich versuche so eine gute Mitte zu finden. Ja. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe dann mal, damals war der Heavy-Duty-Vertreter, der Mike Menzer, war der erste so, der das auch richtig gemacht hat. Und von dem habe ich damals ein Buch gelesen. Und da weiß ich noch, da hat sich ein Satz einprägt, ein unnützer Satz wird nicht besser durch einen weiteren unnützen Satz. Das hat er in seinem Buch reingeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da hat er eigentlich recht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt soll ich nur die Sätze, wo ich wirklich Gas gebe, schwer trainiere. Und dann habe ich das wirklich von Training zu Training, also das habe ich nicht von heute auf morgen so gemacht. Ich bin ja auch so in Oldschool-Zeiten zweimal in der Woche alles trainiert, Brust zwischen 30 und 40 Sätze gemacht. Also ich komme ja auch aus der Zeit, wo man richtig, richtig viel gemacht hat. Ja. Ja. Und dann habe ich aber immer weniger gemacht. Das ist hat schon so ein Findungsprozess, sage ich mal, vor 2, 3 Jahren hat das gedauert, bis ich dann da angekommen bin. Habe ich dann aber auch irgendwann wieder aufgeben müssen aufgrund vom Alter. Weil dann so über 40 habe ich dann einfach gemerkt, das geht einfach vor die Verletzungen her, kann ich so nicht mehr trainieren, weil da habe ich dann dauernd Sehnenansatz, Beschwerden und sowas gehabt. Also mir ist jetzt Gott sei Dank nicht groß was abgerissen, aber da habe ich dann schon gemerkt, das geht nicht mehr mit der Intensität zum Trainieren. Okay, also ich glaube, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, ja. Dass man das einfach auch so ein bisschen so individuell ausrichtet für sich selber, dass man das ist ja nicht einfach, weißt du, wenn du irgendwann ins Alter kommst. Ja. Und da kann man schon fast, du trainierst, keine Ahnung, 20 Jahre schwer und auf einmal musst du dir eingestehen, dass du vielleicht für die Bandel, für die Gelenke, das nicht mehr aktuell vielleicht nicht mehr das Beste ist. Ja. Das ist sicher nicht für viele. Ja, jetzt muss ich sagen, ich habe ja dadurch, dass ich ja keine Meisterschaften mehr mache,
habe ich ja jetzt nicht mehr den Leistungsdruck, dass ich so abliefern muss. Für mich ist es wichtig, dass ich 4-mal in der Woche, 5-mal in der Woche ins Training gehen kann. Und wenn ich mich jetzt verletze, dann ist es nicht mehr so wie früher, dass ich sage, jetzt habe ich mal 2-3 Tage Pause und das geht wieder, dann muss ich jetzt 4-5 Wochen Pause machen. Und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und wie gesagt, und zum Halten geht es ja dann relativ einfach. Also ich trainiere schon mal, ich bot schon mal wieder 200 oder drücke mal wieder Schwabank. Das geht schon mal ab und zu, aber halt nicht langfristig. Ja. Ja. Aber wie du gesagt, muss man einfach situationsabhängig machen. Und ich glaube, auch jeder ist gar nicht für das ultraschwere Gewichtstraining ausgelegt. Einfach, der Ohr hat einfach Probleme, dass er sich schneller verletzt. Da kann man natürlich nicht mit dem Hammer draufhauen. Gell? Ja. Nein, das sehe ich also. Ist gut. Mhm. Das ist gut. Na, haxen wir bei dir immer brutal. Ja. Hast du jemals zweimal am Tag trainiert? Mit Sicherheit, oder? Ja, also wie ich angefangen habe, da bin ich ja noch Schüler gewesen und in der Lehre, da immer wenn ich Urlaub gehabt habe und Ferien, habe ich zweimal am Tag trainiert. Nein, und ich muss sagen, bei den Männern habe ich tatsächlich einmal eine Vorbereitung gehabt, wo ich auch zweimal trainiert habe. Das habe ich einmal gemacht, da war ich total am Ende. Das war für mich total kein Problem. Ich glaube, da musst du das Bodybuilding leben, also auch wahrscheinlich wirklich leben, also so ohne großen Stress drumherum. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe auch oftmals trainiert, nur so hohes Volumen, nicht weil ich jetzt meine, ich muss jetzt irgendwie Kalorien verbrennen oder also so, das ist nicht, weil es mir einfach Spaß macht. Also es macht mir einfach Spaß. Ich hack's nicht, lieber noch Übung machen. Aber das geht halt einfach nur, weil ich oft mit Intensität runterschraube und das Volumen hoch, weil das kann ich einfach nicht so viel machen. Aber so wie gesagt, bei mir war es ja immer so, mir hat das auch Spaß gemacht und so, aber ich bin halt dann einmal, da war dann immer das Wettkampfgewicht so um die 90 Kilo und dann bin ich halt auch, ist mir im Endeffekt so ein bisschen gegangen wie dir, und dann bin ich halt angestanden und mir denke, okay, das Essen ist schon ziemlich perfekt, das passt alles, also muss eigentlich am Training liegen, dass ich zu viel mache. Und dann habe ich mich mal wieder befasst damit, mit dem Training überhaupt, und dann ist das Reduzieren losgegangen. Und dann war tatsächlich einmal so ein Punkt, wo ich mich dann vom Pit Trenz vorbereiten habe lassen und vom Detlef. Da bin ich nach Gießen aufgefahren, das weiß ich noch wie heute, und dann haben wir auch gesagt, jetzt fangen wir Vorbereitung an. Und dann war das Erste, was sie dann gesagt haben, jetzt machst du erst einmal 6 Wochen Trainingspause, dass du dich mal richtig regenerierst. Ich bin ja gleich tot umgefallen, habe ich gesagt, spinnt sie, ich will ja nächstes Jahr mitmachen. Ja, aber ich muss sagen, die 6 Wochen, da habe ich zwar über 10 Kilo verloren, also Muskeln, da hat es mich wirklich weggezogen. Aber das war dann im Nachhinein so gut. Und dann habe ich halt mit wenig Volumen und wenig Sätze halt wieder angefangen. Und das war dann wirklich so, sag's schon, so ein Game Changer, wo ich dann gedacht habe, weil dann einfach die Intensität wieder da war. Und so ein anderes Denken, gell? Ja, das ist interessant, ja. Einfach, man muss einfach rumprobieren, gell? Ich finde es immer interessant, was von jemandem wie dir oder auch. Einfach da die Erfahrung auch mitzunehmen, was ich meine. Also ich glaube, dass mit Laufe der Jahre, glaube ich, kann man auch weniger trainieren, weil du triffst auch den Muskel, wo du trainieren willst. Finde ich. Das ist ja am Anfang, bewegst du einfach nur das Gewicht von A nach B und dann hast du freilich einen Muskelkater, aber man kann sich nicht so richtig reinfetzen in der Muskulatur. Und das, finde ich, lernen wir erst im Laufe der Jahre, dass du den Muskel trainierst, was du willst. Und dadurch, glaube ich, kriegt man schon eine höhere Intensität allein hin und kann man dann an die Sätze ein bisschen reduzieren. Ja, das sehe ich auch so. Das stimmt. Ja, wenn ich im Studio gehe, da spiele ich ein bisschen anders. Da könnte ich denke immer an den Satz, was der Arne gesagt hat. Was hat er immer gesagt? Dass, wenn er im Studio ist, dass es ab und zu fühlt sich so, als da käme lauter Orgasmen. Und ab und zu, das habe ich vor 2 Jahren nicht gehabt. Also, wo ich das jetzt das Training habe, sondern wenn ich ins Training gehe und dann trainiere und dann spiele richtig meinen Rücken, also richtig Rückenmuskulatur. Ich habe richtig das Gefühl. Ich denke mir so, ja, okay, leck. Das ist so schön. Ja. Das habe ich mal zu mir nicht gehabt. Das habe ich auch. Ja, ich sage, muss man auch erst einmal lernen, dass man genau das, wo man trainiert, auch trifft. Gell? No, finde ich auch. Find ich auch. Magst du Cardio-Training auch? Ja, das ist ein Punkt, da habe ich gleich auch gesagt, wo ich jetzt da unter Vorbereitung gegangen bin, habe ich gesagt, ich möchte es, das mache ich wirklich nicht, weil ich irgendein Problem habe, weil ich kein Problem möchte. Mir macht es einfach Spaß. Ja. Mhm. Ich fühle mich einfach so fit, wenn ich da irgendwie das Gefühl habe, dass ich das ganze Kreislaufsystem habe. Ich mache tatsächlich am Tag 1,5 Stunden Cardio jeden Tag. Boah, krass. Ja. Also ich hab, was machst du im Studio oder tust du lachen? Ich muss auch dazu sagen, ich mache es deswegen auch, weil wahrscheinlich wie du auch, ich habe locker jeden Tag 4 Stunden Arbeit am Handy. Das heißt,
ich kann es mir auch so, wenn ich kann das auch sagen, ich sitze jetzt da 1,5 Stunden am Laptop zusätzlich zu der Laptop-Arbeit, aber dann denke ich mir so, na gut, gehst du jetzt spazieren. Und dann mache ich immer 1/2 Stunde Cardio nach dem Training, ganz locker, und die andere Stunde gehe ich spazieren. Weil hier ist natürlich immer auf, ach, weißt du schon, wenn der Sonnenuntergang ist, gehe ich meistens spazieren. Und dann kriege ich am Tag immer so 12.000 Schritte zusammen, so 13. Die habe ich immer jeden Tag. Da geht es mir einfach gut dabei. Das, ich habe mich dann auch selber oft gefragt, machst du das, weil du jetzt meinst, du musst das machen, also hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du das nicht machst? Habe ich wirklich gefragt, also ehrlich hinterfragt. Und dann habe ich gedacht, nein, mach es wirklich, weil ich es gerne mache. Das macht mir Spaß. Hast du keine gemacht? Ich mache es jetzt tatsächlich 5 Mal in der Woche, aber ich habe es wirklich aus gesundheitlichen Gründen irgendwann mal anfangen müssen, weil ich mit dem zunehmenden Körpergewicht tatsächlich Blutdruckprobleme gekriegt habe. Dass ich einen höheren Blutdruck gekriegt habe. Und dann war natürlich irgendwie Blutdrucksenker im Raum gestanden, dass ich nehmen muss. Und dann habe ich gesagt, nein, da hocke ich mich lieber jeden Tag aufs Radl und habe das tatsächlich mit dem Cardio-Training dann in den Griff gerückt. Also das hat man wirklich aus gesundheitlichen Aspekten dann gut getan. Ja, und wie gesagt, und jetzt ist es wirklich so, dass ich sage, habe ich es tatsächlich auch in der Off-Season gemacht, weil ich dann später auch ein bisschen zum schlechten Esser geworden bin und so habe ich dann gleich einen richtigen Hunger gehabt in der Früh. Vom Frühstück, wenn es das da bei mir auch, also wie gesagt, das ist wirklich nur so gesundheitliche Gründe, um weil es mir Spaß macht, ja. Nein, das mache ich echt. Aber ich bin schon der Meinung, weiß ich auch nicht, wo du darüber denkst, ich denke, so Bodybuilding bezogen, man kann in eine perfekte Wettkampfform wahrscheinlich auch ohne jegliche Cardio-Einheit kommen, denke ich. Also ich denke, es ist nicht notwendig für eine Bühnenform. Das glaube ich nicht. Eher im Gegenteil. Ich habe eher fast viel Cardio die Form im Bodybuilding nicht unbedingt begünstigt. Genau. Ja, also da denke ich genauso wie du, aber ich muss sagen, mir hat das in der Diät einfach ein bisschen auch gut getan, weil dann komme ich in der Früh gleich in Gänge. Sonst, wenn du nichts mehr essen kriegst, dann stehst du auf und bist so kaputt und so. Ist man natürlich auch kaputt, aber dann hocke ich mich aufs Radl und dann komme ich so ein bisschen in Schwung. Gell? Also ich habe das eigentlich, muss ich sagen, eigentlich wegen einem Wohlbefinden gemacht. Also nicht wegen irgendwelcher Fettverbrennung, weil, wie gesagt, ein Großteil meiner Leute ist tatsächlich auch so, dass ich schwöre auch nicht aufs Cardio, das funktioniert ja so genauso zur Fettverbrennung. Also da und mit den Schritten mache ich es eigentlich genauso wie du. Ich schaue, dass ich jeden Tag ein bisschen spazieren gehe, weil dann kommen wir kriegen ja alle 2 einen Haufen WhatsApp am ganzen Tag. Kann man halt dann nebenbei ein bisschen beantworten. Dann braucht man nicht irgendwo deppert rumgucken. Genau. Nein, das ist bei mir einmal der Grund gewesen. Ich sage ja immer zu Leuten, wenn man Cardio machen möchte, mach's. Ich sage, ob es notwendig ist oder nicht. Meistens nicht notwendig, aber nein, das sehe ich immer ganz entspannt. Du fährst immer Radl dafür. Ja, genau. Ja, das ist für mich einfach in der Früh raus, glaubst Radl und dann brauche ich nicht groß rum. Ja. Sommer fahre ich manchmal draußen auch, aber in der Regel eigentlich daheim habe ich einen Home-Trainer und gucke mit allem drauf. Okay. Ja, passt. Das ist gut. Wie machst das du? Jetzt haben wir ja so Training und Ernährung schon ein bisschen. Wie machst das denn du mit Supplemente? Bist du ein großer Supplementnehmer oder nicht? Oder du hast natürlich das Glück, dass du einen Sponsor auch hast. Was halt UFO-Supplemente? Ich diskutiere da auch immer ein bisschen mit den Leuten. Und ich finde halt so, was ich halt immer mitgekriegt habe, immer das Gefühl, dass so die Supplemente teilweise ein bisschen überbewertet werden. Es ist gut, ist ein Riesenvorteil zu früher, aber ich denke mir halt gerade so in den 90er Jahren, da hat es halt fast nichts gegeben und die Leute haben auch gut ausgeschaut. Wie denkst du darüber? Also ich bin eigentlich da deiner Meinung, weil wenn ich mir überlege, hätte man euch damals, dir, so die Möglichkeit dieser vielen Variationen an Supplemente geben, hätte euch das vielleicht nochmal so ein bisschen weitergeholfen, vielleicht. Aber weil ihr da schon alles perfekt gemacht habt, also ihr habt es ja schon perfekt gegessen, ihr habt es schon perfekt trainiert. Aber jetzt sehe ich das genauso wie du sagst, jetzt liegt der Fokus schon auf die Supplemente. Mhm. Und dann wird erst über Gedanken gemacht, trainiere ich den schon perfekt? Ist ich den schon perfekt? Das sage ich genauso. Also ich nehme relativ viel Supplemente, ich nehme wirklich viel Supplemente und ich darf die auch alle nehmen, wenn ich das nicht geschenkt kriegt hat, also gesponsert kriegt hat. Also die meisten darf ich nicht mehr. Aber ich kann das, glaube ich, nicht alles so machen oder darf den Sinn nicht darin sehen, wenn ich alles andere nicht gut machen darf. Ja, okay. So, weißt du, ich meine? Also sage ich das,
Ich glaube, dass es letztendlich schon ein paar wenige richtig wichtige Supplemente gibt. Und ja, alles andere, mei, da lasst sich wahrscheinlich über den wirklich. Was sagst du zu den wichtigen Supplemente zahlen? Oh, jetzt hat er mich. Jetzt muss ich auch sagen, einfach ein Eiweißpulver, würde ich sagen. Ja, weil bei mir, glaube ich, das ist schon ein Problem. Oder es macht ja oft Sinn, dass ich nur ein Eiweißpulver. Da kann man ja schon streiten, Eiweißpulver gehört ja für mich schon fast zum Essen dazu, oder? Als Nahrungsmittel. Genau, gehört für mich dazu. Ich sage, nach dem Training, na, ein Händel kann ich natürlich essen, aber ein Eiweißpulver geht schnell rein, das macht Sinn. Ja. Dann würde ich sagen, Omega-3-Kapseln. Ja. Das war wichtig. Dann tatsächlich, ich darf jetzt das sagen, da habe ich gerne deine Meinung, also gerne auch Gegenwind, ich darf Kreatin auch dazu zahlen. Also die wichtigsten Supplemente. Ja, weil wie gesagt, das ist auch, finde ich auch, gehört dazu, ist ein saubilliges Supplement und wirkt richtig gut. Sieht genau. So. Ja. Finde ich auch. Da eben dann sowas wie Glutamin. Ja. Glutaminpeptid finde ich wichtig. Und dann, ja, dann kommt es nicht mehr drauf an. Ich finde so EAAs, BCAAs, jetzt sowas, nicht unbedingt notwendig, wenn die Ernährung macht. Am Ende, kurz vor dem Wettkampf, schon ziemlich auszusehen, vielleicht kann man nicht gut essen, wenn man das Essen mehr hat, dann macht es vielleicht mehr Sinn. Ja. Und dann so vitaminmäßig, mei, da würde ich sagen, das ist individuell. Aber grundsätzlich wahrscheinlich bei uns da in Deutschland, die Wintermonate, ist Vitamin D3, Zink. So also Vitamin D3 da die auch noch, und ich dachte halt, was ich immer meine Leute sage, so kurz Vitamin, Multivitamin und Mineral, weil man einfach immer weiß, was in der Ernährung drin ist, dass man das einfach noch vernünftig abdeckt. Ja, sehe ich auch so wie du. Oder? Dass du irgendwas dazu nehmen oder was wichtig? Nein, das war jetzt so für mich auch wichtig. Die Omega-3, Kreatin, Vitamin D3, das sind also so, wo ich sage, das ist so, also das nehme ich jetzt auch. Ich bin jetzt, wie gesagt, so, wo ich sage, das gehört einfach mir, ob ich jetzt Sport mache oder nicht, einfach zum Leben dazu. Das ist, weil das einfach Gesundheitssupplemente sind. Kreatin ist natürlich leistungssteigernd, gar keine Frage nicht, aber das gehört jetzt für mich dazu, wo ich sage, das darf ich auch unbedingt nicht mehr. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, das finde ich sehr interessant. Ich meine, Martina hat ja schon zigtausende Videos gemacht über die Darmflora, über die Verdauung. Und ich habe immer schon, ich habe mich nie so damit auseinandergesetzt, die letzten Jahre, ich habe immer gewusst, das ist wichtig. Mhm. Ja. Und letztendlich, ich hab immer was eingenommen, so Enzyme und sowas, aber mir ist jetzt richtig bewusst worden, wie wichtig es ist, seitdem ich so viel esse. Weil nicht, dass ich jetzt irgendwas nicht vertrage, also das, was ich esse, ich weiß, dass ich es vertrage, aber ich habe gemerkt, wenn ich, glaube ich, so nicht auf meine so Enzyme schaue oder so zu viel Ballaststoffe, zu wenig, dann macht man das schon zu schaffen. Schaust du da jetzt drauf oder hast du damals Oldschool Bodybuilding? Überhaupt nicht. Ich passe halt noch nicht auf und habe damals auch nicht aufgepasst. Also ich habe da Gott sei Dank noch nie Probleme gehabt. Okay. Ja. Ich denke mal, das ist schon was, wo man schauen sollte, aber auch nur, wenn es notwendig ist wieder. Also ich wollte jetzt auch gerade sagen, ich finde, man sollte nicht immer in ein System eingreifen, wo funktioniert. Ja. Okay. Wenn ich sage, ich habe da keine Probleme, was soll ich dann Verdauungsenzyme oder was für Darmflora nehmen? Wenn ich natürlich da Probleme habe, dann muss ich natürlich was unternehmen. Okay? Ich glaube, dass es immer individuell ist. Also ich habe ja immer so das Glück gehabt, ich habe jetzt in der Offseason nicht so viel essen müssen. Ich war auch immer so 4,5, 5.000 und das ist eigentlich gut gegangen. Und mehr habe ich gar nicht essen müssen, sonst war ich richtig fett geworden. Also von dem her war das immer schon entspannt. Aber ich habe auch Leute, die ich betreue, die können 5.000 essen und dann kriegst du schon so brennen oder sowas. Also das ist dann eine totale Katastrophe. Genau, und da war ich jetzt nämlich so, weißt du, ich habe so lange nicht mehr so viel gegessen. Das war schon eine Umstellung für den Körper. Da habe ich gedacht, das habe ich ein bisschen was gemacht, so, weißt du, schon mit Ballaststoffe, so Greens und Fruits, gibt es da zig Sachen. Dann hat mir das schon geholfen. Aber ich bin auch der Meinung, ich sage sogar, das ist auch das Problem bei vielen, glaube ich, ich meine, das wäre dir mehr, noch mehr geläufiger sein wie mir, dass einfach sie viel auch Probleme machen, gell. Also, so, wenn sie sich über Sachen Gedanken machen, die überhaupt gar nicht irgendwie relevant sind. Also, was muss ich jetzt für meine Darmflora nehmen, wenn halt eigentlich alles schon passt, sowas. Also wie gesagt, ich sehe ja das mit den Supplementen, ich kriege halt das sowas, was du zuerst gerade gesagt hast, wenn man dann auf Instagram irgendwelche Leute sieht, wo sie dann einen Haufen Supplemente reinhauen. Freilich, sag ich mal, wenn ich Profi bin, dann ist das alles gerechtfertigt. Ja. Aber wie du schon sagst, da wird erst an der Ernährung Supplemente und die meisten
sieht man halt auch nicht mehr gescheit trainieren oder machen sich zu wenig Gedanken über das Training. Wo du dann denkst, jetzt haust du da für 300 Euro im Monat Supplemente rein und dann siehst du denjenigen trainieren, dann kannst du bloß Kind über den Kopf zusammenschlagen. Da denkst, kannst du alles sparen oder viel sparen und gescheit trainieren, hättest du tausendmal mehr Erfolg. Okay. Genau. Ja. Nein, das sehe ich auch so. Und da noch ein Appell, für die, die uns anschauen. Ich meine, wir brauchen ja keine Werbung. Man hat der Tom ist ausgelassen, ich bin ausgelassen, das geht gar nicht mehr. Das ist auch immer das, weißt, wenn ich, da werde ich oft mit Geld und sowas, das ist alles sekundär. Aber da kriege ich auch oft echt ein ganz schönes Hals, wenn ich oft so her, so, wenn dann Leute, was am Coaching-Preis drucken, hängen. Und dann geht es zur Anamnese und dann sehe ich, was derjenige an Material und Supplement ausgibt. Für nichts. Das kann der da draußen in Grommen nicht schmeißen. Weißt du, das geht, oder? Ja. Da werdet immer irgendwie am falschen Ende über das Finanzielle überlegt finden, oder? Ja, also ich finde da, weil es halt einfach so teilweise propagiert wird, dass man sagt, ohne die ganzen Supplemente geht es nicht mehr, aber ja doch, es geht ohne die ganzen. Ich meine, das beste Beispiel seid ja ihr. Ich meine, ihr habt ja das nicht gehabt und ihr habt es besser ausgeschaut als 80% heutzutage, weißt du, ich meine. Ja. Also ich sag jetzt nicht, dass es sinnlos ist, es sind mit Sicherheit viele Supplemente, wo man wirklich sagt, das ist eine richtige Bereicherung für den Sport, aber es ist halt nicht lebensnotwendig. Gell? Also ohne geht es halt zu einem gewissen Grad auch und gerade die Gesundheitssupplemente, finde ich, sind schon wirklich ein Riesenfortschritt jetzt in der heutigen Zeit. Ja. Ja. Ich meine, also das mit dem Geschmack und so weiter, weißt du, wo ich meine, ich mag gar nicht wissen, was ihr damals teilweise das Essen gegessen habt. Einfach, das war halt, Funktionalität war halt wichtig, oder? Ja, genau. Das schmeckt doch gerade am Wurst. Ja. Genau, heutzutage gibt es ja jedes Eiweißpulver in 25 und das schmeckt halt auch gut. Ja, genau. Schmeckt schon brutal, also ab und zu. Aber da, das hat sich alles schon ein bisschen geändert. Ja, ich habe tatsächlich zum Thema Supplemente, war mal im Fernsehen, bei ZDF Info war da mal eine Studie, da haben es Leute ohne Supplemente trainieren lassen und dann haben es den gleichen Leuten Supplemente gegeben. Und da sind die Trainingsleistungen tatsächlich abgefallen. Nicht, weil die Supplemente nicht wirken, sondern weil sie die Leute dann auf die Supplemente verlassen haben. Genau. Das war wirklich interessant. Also das waren schon so wie Kreatin, so nachweisbare, wo wirklich sagst, die haben Leistung steigern, aber die haben dann gesagt, okay, jetzt brauche ich ja nicht mehr trainieren, jetzt nehme ich Supplemente. Und ja, das war für mich so richtig bezeichnend, dass du dann sagst, jetzt nimmt man da irgendwas und kann sich im Endeffekt was das Training sparen, aber so ist es eben nicht. Gell? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist ein gutes Thema. Da bin ich derselben Meinung wie du auch. Ich sage auch immer, wenn ich beim Supplement-Sponsor bin, ich meine, das muss ich die Leute immer da in der Werbung gesagt, das nehme ich wirklich auch selber. Gell? Also, aber ich sage das genauso wie du, dass viele Sachen definitiv nicht braucht. Also. Was nimmst du jetzt nur so für Supplemente? Verzeih mir da ein bisschen, aus dem Nähkästchen plaudern. Also das hat sich innen wirklich viel, also so wenn ich es jetzt mal so trainingsbezogen nehme, also vor dem Training, da habe ich mal so einen Allround-Booster zum Beispiel, so habe ich seit Ewigkeiten, da ist alles drin, da ist Citrullin, Arginin, das komplette Aminosäureprofil drin, also Vitamine drin, die Sinn machen vom Training, B12, B1, B6, das habe ich eigentlich deswegen, weil ich halt recht viel unterwegs bin hier immer und weil ich keinen Bock habe, dass ich mir die ganzen Sachen einzeln zusammenstelle. Und deswegen nehme ich das immer vor dem Training. Dann im Training habe ich eigentlich immer sowas wie Tago oder so eine Maisstärke. Und also du tust auch wirklich so ein Intra-Shake mit Kohlenhydraten, nimmst, oder? Das finde ich ist ja schon, gehört ja heutzutage schon ganz dazu, das ist ja schon fast wichtiger wie der danach, oder? Also ich finde das schon du so ein Denkmensch ein bisschen. Ja, also du findest das sinnvoll, oder? Total. Da war ich, das finde ich auch. Also ich habe das tatsächlich jahrelang gar nicht so gemacht, aber ich merke, wenn ich das mache, dass es mir echt, vor allem wenn ich so Knierbein mache, dann habe ich so 25 Minuten Knierbein gemacht und dann trinke ich den, dann gibt es ja nochmal einen sauberen Schub. Und ich bin auch der Meinung, dass ich diesen Booster, das ist halt nicht so, den ich da zum Beispiel nehme, weißt, das ist jetzt nicht so ein Booster, da ist nur Koffein drin und so Stimulantien, sondern da ist wirklich was drin, Sinn macht. Also Tina hat ja zum Beispiel dieses Arginin, Citrullin und so. Einfach Sinn. Und wenn ich auf Diät bin, dann kriege ich einen richtig guten Punkt zusammen. Dann mache ich noch was, das darf ich aber nicht sagen. Martina, bitte bring mich nicht um. Ich nehme mal 3 Gramm Salz vom Training.
Und genau, der Intra-Workout, wie gesagt, der Arsch und das Vitago. Und nach dem Training habe ich eigentlich immer noch eher Arsch und Glutamin. Das mit dem Salz muss ich da auch mal schnell was erzählen. Früher hat man ja kein Salz nicht genommen, gell, im Training. Und dann war mal der Erwin Knoller, ich weiß nicht, ob der was sagt, der war mal Weltmeister in den 80er Jahren. Und der war dann mal bei uns im Studio und der hat uns dann auch den Geheimtipp gegeben, ihr müsst einmal Salz nehmen vor dem Training. Das habt ihr einen brutalen Boom. Und der hat aber die Menge nicht gesagt. Und dann habe ich da wirklich vor dem Training ein Esslöffel Salz genommen und habe Fürs trainiert. Ich sagte, ich habe das Ganze, nach den Knirbeigen habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde lang gespielt. Das Ganze Bin vor dem Studio, das war ein Kochi im Studio, an so einem Gehweg gestanden und habe den ganzen Gehweg voll gespielt nach dem Training. Das ist brutal. Also ich merke das wirklich brutal. Also das ist... mit Vorsicht. Ja. Also von der Dosierung her vorsichtig wollte damit genau. Genau, von der Dosierung her. Also das nimmst du während dem Training oder vor dem Training? Das, mit dem Salz, mit dem Booster und dem Glutamin zusammen vor dem Training. Mhm. Während Training nehme ich immer eher aus und Vitago. Ja. Und, nach dem Training nehme ich eher aus und das Glutamin nochmal. Ja. Mhm. Gut, davor ist meistens sowas dabei. Nimmst du mal schnelle Kohlenhydrate nach dem Training oder da dann nicht mehr? Ich mache es tatsächlich so, ich trinke meistens einen Shake nach dem Training direkt und dann fahre ich heim und dann ist sie eigentlich 20 Minuten nach dem Training, ist sie schnell die Kohlenhydrate hier. Ja, in Form von, bei uns da gibt es aber so, das ist ein Hip-Reis oder Reiswaffeln oder Cornflakes, das ist eigentlich der einzige Zeitpunkt am Tag, wo ich als auch verarbeitete Kohlenhydrate, da sage ich immer so gepasst, also, ob das Cornflakes sind oder wie immer. So schaut es eigentlich immer rund ums Training aus. Carnitin nehme ich immer noch dazu, sowas und Taurin, das nehme ich immer noch extra dazu. Aber das ist eigentlich der ganze Spuk vor, nach dem und während dem Training. Da liege ich eigentlich immer am meisten Wert drauf. Ja. Kurze Gegenfrage. Wie hast du bei dir jetzt können wir Englisch sprechen, mit Pre-Workout-Mahlzeit, also Mahlzeit vor dem Training. Wann hast denn du die immer vor dem Training gegessen? Ich habe da nämlich ein richtiges Problem. Ich konnte es eigentlich nur 2 Stunden vorher essen. 1 Stunde vorher und ich fühle mich nicht gut und kriege einen Pump zusammen. Also es kommt darauf an, wie ich trainiere. Wenn ich jetzt Brust, Schulter, Arm trainiere, dann kann ich das 1 Stunde vorher essen. Okay. Wenn ich jetzt schwer Rücken oder Füße trainiert habe, habe ich es tatsächlich 2 oder 3 Stunden vorher essen müssen. Dann ist mir schlecht geworden. Das geht mir genau. Ja, da habe ich auch immer recht zum Kämpfen dann, wenn ich das so mache. Ja, und sonst, dann habe ich eigentlich am Abend, habe ich eigentlich immer tatsächlich nur meine Vitamin-Subs. Ja. Und einmal am Tag habe ich immer drin, immer meine Greens noch, meine Enzyme. Da habe ich mache immer tatsächlich immer seit Jahren, da haben wir mal drüber geschrieben gehabt, glaube ich sogar. Du hast mir mal Empfehlung gegeben, weil das habe ich bei dir in der Story gesehen, genau. Da mache ich immer so einen Basen-Shake, da haue ich alles rein. Ingwer, ein Haufen Gemüsesorten, ein gefrorener Spinat, das schmeckt wirklich gut. Also nicht schlecht auf jeden Fall. Und mir hilft es immer, weil ich, was wir vorher geredet haben, dass manche einfach anfällig sind. Wenn ich das trinke, dann kriege ich kein Sodbrennen nicht. Da habe ich eine schöne Haut immer. Ich bin einfach anfällig. Das heißt nicht, dass man das machen muss, aber ich vertraue es gut. Und mir nimmt es einen Hunger brutal. Bin ich Hunger. Was nimmst du für Supplemente in der Früh? Nimmst du jetzt so Supplemente, wie jetzt viel nehmen, Ashwagandha und das, was es gibt, Citrus Bergamot und was so in den letzten Jahren erst aufgekommen ist? Nimmst du solche Supplemente auch? Oder, ich kann mich schon kurz halten. Also ich sage mal, was ich in der Früh nehme. Also, ich habe Coenzym, Q10. Ja, fürs Herz ist es, genau, ja. Genau. Vitamin C. Dann habe ich noch, Vitamin D3, das nehmen wir zusammen mit den Omegas. Dann habe ich noch Zink. Dann habe ich Ashwagandha, das mache ich seit kurzem. Dann, je nachdem, ab und zu bin ich so ein Rumexperiment mit 5-HTP, kennst du dich auch, aber ich bin nur ein bisschen rum, ab und zu am Abend. Ich würde gerade sagen, zum Schlafen gehen, nicht in der Früh. Genau. Genau, das ist am Abend. Genau, dann am Morgen habe ich noch, Vitamin C habe ich schon gehabt. Das ist für einen besseren Schlaf, falls das jemand nicht kennt. Ja, genau, 5-HTP für besseren Schlaf. Wenn ich immer ab und zu fest bin, dann hilft mir das richtig gut.
Aber Ashwagandha, das ist sowas, wo ich jetzt sage, dass mir jetzt fragen, Sebastian, bringt das, was kann ich da nicht beantworten? Mhm. Ich habe nur viel positive Erfahrungen gelesen und jetzt nehme ich es halt selber seit 4 Wochen. Mhm. Aber auch nicht, weil ich es einfach nur nehmen mag, sondern weil es ja ist so der Helfer für so ein bisschen so innere Unruhe und sowas, oder? Ja, das Cortisonspiegel runterdrucken, genau, ja. Genau. Und da bin ich halt ganz schlimm, weil ich mich so schnell aufrege über alles. Und dann habe ich gedacht, okay, ein Versuch ist es wert, ja. Mhm. Und sonst lasse ich überlegen. Das war es eigentlich. Mhm, naja, es ist ja dann doch eine ganz schöne Palette, ja. Gell? Kreativ. Ja. Wann nimmst du Kreatin? Nimmst du das Formtraining? Mike, das regt mich auf, Tom. Da kannst du mir gerne deine Meinung sagen. Jeder sagt dir was anderes, gell? Formtraining, Nachentraining. Da gibt es da wieder ein Paper dazu und da wieder ein Paper. Und ich habe gesagt, legt's mir was, ich nehme 2,5 Gramm Formtraining und 2,5 Gramm Nachentraining. Ja, wie gesagt, da gibt es, glaube ich, wirklich, ich sage jetzt zu meinen Leuten, einmal in der Früh oder nach dem Training, wenn halt der Körper das am meisten aufnehmen kann. Genau, also ich glaube, dass beides funktioniert. Also, dass beides passt. Genau. Ja. Also, ich muss sagen, ich habe zu meiner aktiven Zeit, habe ich es eigentlich einmal vor dem Training genommen, weil es damals immer geheißen hat, man muss vor dem Training nehmen. Okay? Mhm. Und hat auch funktioniert. Ja. Ihr habt in dem Bodybuilding, habt ihr immer oder früher, habt ihr immer das NAC genommen, dieses Acetylcystein, oder? Kann das sein? Ja, genau. Aber das habe ich alles so die letzten 10 Jahre erst genommen. Ah. Das mache ich jetzt seit kurzem. Ja, ich nehme das auch. Ich habe mir das am Anfang, da hat es ja das NAC hat's ja gar nicht gegeben, jetzt kann man es ja gut steuern. Da hat man immer den ACE, wie heißt der ACE-Hustenlöser in der Apotheke. Genau. Jetzt kriegt man es ja als Supplement schon relativ günstig. Genau. Ja. Sogar hier in Thailand. Man muss ja sagen, wenn man es als Brausetabletten kauft, da sind 600 Milligramm drin, das wo man ja so nehmen soll. Und wenn man es aber als Tabletten will, dann sind sie ja, gibt es glaube ich nur 200 Milligramm und die 600 Milligramm sind dann rezeptpflichtig. Also, das ist wieder typisch. Das ja, wieder, genau. Das ist wieder irre. Ja, das stimmt, ja. Wir machen jetzt auch kurz und ich habe das Gefühl, dass ich da irgendwie ein bisschen so, es soll ja Bronchien weiten, oder? Mhm. Ja, genau. Und das ist halt ein starkes Antioxidant, ist das, genau. Ich spüre gerne einen Unterschied damit. Mhm. Also, das ist das, was ich auch noch zur Zeit nehme. Ja. Mhm. Und nur noch CLA, also zwischen den Mahlzeiten. Und das war's. Mhm. Das war's. Ja. Ja, das ist ja jetzt eigentlich nichts, was wo man sagt, das sind irgendwelche außergewöhnlichen Sachen. Irgendwelche Sachen, nein. Ja. Also ich glaube, das ist eigentlich das, was ich jetzt auch hier mal mit, was ich hier mal mit rumtrage. Hier ist natürlich das Sauschweinteil und mit Supplemente. Ja. Also das ist so teuer, kurz das dir nicht vorstellen. Also das ist. Ich sage mir teilweise 3-4-fache Preise bei uns zu haben. Ja, ich habe schon gesehen, dass du ab und zu aus Deutschland ein Backel kriegst, wo du Sierstoff oder sowas geschickt kriegst oder was. Mein Vater, ich bin da, da schaut's, das gibt es seit 2 Wochen, gibt es das hier im 7-Eleven im Supermarkt. Und das ist ja brutal, weil hier gibt es nämlich keine zuckerfreien Getränke jetzt. Mhm. Also das gibt es hier einfach nicht. Und das haben sie seit 2 Wochen und jetzt trinke ich das die ganze Zeit schon, weil ich vorher immer noch Wasser und Tee drüber habe. Ja. Muss man nicht sagen, aber ab und zu mag ich irgendwas. Ja, und aber du kriegst jetzt von deinem Sponsor, von SciTech, die schicken dir das direkt nach Thailand praktisch, das Sache, oder? Das dauert ab und zu so lang. Jetzt bin ich gerade wieder ausbrennend, jetzt habe ich wieder gar nichts mehr. Und das dauert ab und zu so lang. Und wenn ich dann nichts habe, dann muss ich mir woanders aufsagen. Und die Vitamine. Da hat Zeitig eigentlich auch gute Paletten eigentlich. Ja. Aber ab und zu muss ich auch immer hier schon ab und zu. Das ist jetzt ziemlich teuer. Das ist Wahnsinn, gell? Aber Multivitamine und sowas nimmst du auch noch zusätzlich, oder? Genau, also Vitamine nehme ich tatsächlich ganz viel nur einzeln. Also sei es jetzt das Calcium, Zink, dann Vitamin C, Vitamin D3. Ja, weil ich immer, wenn ich es dann bei ihm mir denke, so wenn ich dann Blutuntersuchung mache, weißt du schon, und dann habe ich irgendwelche Parameter hinsichtlich, wenn ich so Werte checken lasse, weißt du, dann kann ich halt ganz gezielt vorgeben, wenn irgendwas ziehen muss. Aber ich sage in der Regel, Multivitaminpräparate dann auf jeden Fall. Also ich denke für die meisten. Du sagst so die Blutwerte, das finde ich jetzt auch interessant. Bei mir flogen leider einmal, wie ich das und das und das machen, dann sage ich, ja, lass einfach mal das Blut abnehmen, dann kann man nachschauen. Alles andere ist ja ein Rumgemurks im Endeffekt.
Also du schaust da schon auch sehr drauf, dass du regelmäßig zum Blutabnehmer gehst, oder? Ja, ich habe das, das ist das Einzige, was ich hier in Thailand eigentlich, also was ich seit, glaube ich, seit 10 Jahren habe ich eigentlich alle 4 bis 6 Monate meine Blutwerte genommen, also seit 10 Jahren. Also das mache ich immer. Aber ich sag das genauso wie du. Ich suche zwar schon relativ viele spezielle Parameter vor dem Wettkampf, nach dem Wettkampf, aber auch nur, weil wir jetzt da wissen, auf was kommt es an. Wenn jetzt jemand normal zum Blutuntersuchen geht und das normale Blutbild macht, dann sagt man in der Regel, wenn alles passt, dann passt ja alles. Also, ja, oder? Das sehe ich ganz genauso. Also, da finde ich auch so. Aber ich mache das tatsächlich so alle 4 bis 6 Monate. Ja. Also kommt immer auf drauf an, ob ich einen Wettkampf mache, ob ich keinen Wettkampf mache. Und das ist auch teuer. Ja, ist teuer bei euch unten, oder was? Ich habe letztens mit Zeit, jetzt halte ich fest. Das waren ein paar separate Parameter. Gell? Also ein paar also Sachen für den Wettkampf, also nach dem Wettkampf und vor dem Wettkampf. Ja. Insgesamt habe ich gezahlt 19.400 Baht. Das sind 570 Euro. Kannst du dir das vorstellen, was ich selber zahle? Das kriege ich nicht von der Krankenkasse. Boah, das ist ja brutal. Ja, das ist brutal. Das ist so teuer hier, das ist unglaublich. Ja. Also, wenn ich das normale Blutbild gemacht habe, wo ich in Deutschland das große Blutbild mache, das muss ja jeder umsonst, dann ich wahrscheinlich so 240, 250 gezogen. Ja, also ich sage, wenn man jetzt so Vitamin D3-Status und TSH, T3, T4 nimmt, dann glaube ich, weiß nicht, die meisten zahlen immer 100, 120 Euro, wenn man jetzt nicht ganz ausgefallene Werte hat. Genau. Ja. Und ich finde, ich höre dann einmal wieder, jetzt habe ich auch wieder einen gehabt, der wo gesagt hat, ja, ich habe ja letztes Jahr habe ich ja erst Blut abnehmen lassen, ich schicke dir die Blutwerte mit. Es ändert sich halt auch immer, gell? Wie gesagt, und ich finde jetzt gerade in Hinsicht auf Vitamin D3 und Schilddrüsen, finde ich, sollte man schon immer so ein bisschen auf dem aktuellen Stand sein, weil da ändert sich ja halt auch relativ schnell was, gell? Ja. Oder wie du das? Das ist. Ja, das sehe ich auch so. Also ich meine, ich sage auch, ich frage einmal, wann ist denn das letzte Blutbild gemacht? Und wenn es dann meistens schon über 4, 5 Monate ist, dann sage ich, ja, schick's einmal, aber machen wir bald ein neues. Ja. Genau, aber natürlich, wie du sagst, drauf an, was hat denn derjenige? Ich meine, ich habe zum Beispiel ein bisschen mit der Schilddrüsen, also es hat nichts mit dem Bodybuilding in den letzten Jahren zu tun, das habe ich seit 8 Jahren schon, dass ich mit der Schilddrüsen Probleme habe, eher Unterfunktion. Ja. Und da muss ich es natürlich immer untersuchen lassen, deshalb lasse ich es öfters untersuchen wie regulär. Ja. Nein, das sehe ich auch immer. Und ich finde da immer, das ist ja auch wieder die Service auch, oder Tom, mit dem, wo ich vorher gesagt habe, mit dem Geld fürs Coaching. Ich meine, was gibt man teilweise, was der kauft man sich ein Auto und dann überlegt man, ob man jetzt ein Auto für 20 oder 23.000 kauft und letztendlich überlegt man, macht man Blutbild für 120 Euro. Weißt du, da denke ich mir, das ist ja, da kann man eventuell irgendwas finden, was vielleicht wirklich gewinnbringend ist, dass vielleicht du sagst, du findest irgendwie irgendeinen Infekt oder irgendein, Also ich sehe das genauso und ich sehe, man, wie du schon sagst, dann nehme ich, gebe ich einen Haufen Geld für irgendwelche Supplemente aus. Wenn ich sage, ich habe ja schon Leute gehabt, die wo jetzt D3 nehmen und haben dann über einen 100er Wert oder 120. Und man denkt, ja, da kannst du halt häufig sparen. Also, oder musst du das gar nicht nehmen. Das ist, ich finde, man muss einfach immer mit Blutwerte, sieht man halt dann, muss ich das alles wirklich machen oder kann ich mir das sparen? Oder wie du schon sagst, ich bin einer vorne, ich habe mir zum Beispiel einmal die Schilddrüsenwerte alle 3, 4 Wochen in der Diät machen lassen, weil ich habe das auch immer gemerkt, wenn ich in Diät bin, dann sind die teilweise mal in Unterfunktion gerutscht, Vorbereitungen teilweise nicht, aber auch teilweise muss ich in Unterfunktion gerutscht sein und dann muss man halt was, gerade in der Diät, was dagegen machen, also das war immer von Jahr zu Jahr verschieden, aber dann muss ich halt einmal alle 4 Wochen mal, habe ich halt 20 oder 30 Euro um die 2 Werte kostet, ausgeben. Habe mich jetzt aber nicht gestört, weil man denkt, da steckst du zu viel Zeit, Arbeit rein und Herzblut und dann liegt es an sowas, dass du nicht in Form kommst. Okay. Das sehe ich ganz genauso. Und du, was du jetzt wieder sagst, bestätigt meine Erfahrung wieder, weil ich habe teilweise am Ende der Wettkampfvorbereitung, wo ich teilweise verzweifelt war, weil ich habe einfach so ein gewisses Fett gehabt, das einfach nicht weggegangen ist, obwohl ich so nicht gegessen habe, so wenig. Und dann bin ich zum Doktor gegangen. Und dann hat sich wieder herausgestellt, dass meine Schilddrüsenwerte komplett im Arsch sind. Und dann denke ich mir so, mein Gott, du Depp, hättest du das da früher untersuchen lassen, dann hättest du schon, wie du sagst, einfach gegenwarten können. Ja, ja, genau. Aber finde also, ich cool, weil wir machten das schon. Also, weißt du, ich weiß nicht, wie wir das machen jetzt neben dir, weißt du? Finde ich gut. Ja, manche nehmen ja dann vielleicht schon Schilddrüsentabletten als Prophylaxe, aber das sehe ich auch wieder.
Ich darf nirgends eingreifen, wo sie es nicht braucht. Weißt? Ja, so gerne. Das ist wahrscheinlich gerade der Punkt. Ich bin mir ganz sicher, dass du jetzt auch nicht der Coach bist, der jeden Athleten 10 Liter Wasser saufen lässt vor dem Wettkampf. Bin ich mir wahrscheinlich ziemlich sicher. Nein, ich mache gerade so vor dem Wettkampf, finde ich halt auch immer, ich tue schon ein bisschen so Wasser manipulieren. Ich gehe halt immer von der Standardmenge aus, was jemand trinkt, und da tue ich noch 2-3 Liter drauf die letzte Woche. Aber es kommt einmal drauf. Oh, ich habe auch manche, da mache ich gar nichts, weil bei manchen, ich probiere es immer vorher aus, weil bei manchen bringt es ja überhaupt nichts. Man muss ja immer ganz objektiv bleiben. Freilich, wenn ich dann jetzt sage, jetzt trinke ich 10 Liter Wasser, tue 40 Gramm Salzen und der ist 3 Tage aufgeschwemmt und dann lasse ich das alles weg, dann wird der freilich härter. Aber ob er dann wirklich härter ist, wie er wo vorher im Wettkampf, das ist genau. Ja, was Ausschlaggebende. Ja. Ja. Das finde ich auch. Weil ich war mir sicher, dass du das so machst. Und ich hab das am Anfang nicht so gemacht. Also vor 5-6 Jahren noch. Mittlerweile mache ich das genauso. Dass ich sage, Ich probiere erst zu mir aus. Und so 90% klappt sowieso das Harmlosere. Also das nicht groß was verändern. Ich bin da genauso. Also mittlerweile denke ich da ganz genauso. Warum was verändern, wenn es funktioniert? Also man hat ja immer die Gefahr, man holt ja vielleicht schon, wenn das alles ganz optimal funktioniert, holst du vielleicht schon ein paar Prozent mehr raus. Aber du hast halt auch eine Gefahr, dass es nicht funktioniert und dann ist eine ganze Vorbereitung ein ganzes Jahr im Arsch. Also das muss man sich auch immer bewusst sein, gell? Das war bei mir der falsche Moment. Ah, das stimmt, da bin ich voll bei dir. Da dann lieber so an kleine Stellschrauben dran am Schluss, schon ein bisschen Wasser manipulieren, aber denke mal, nichts Außergewöhnliches machen, weil einfach das Risiko zu groß ist, dass du eigentlich dass irgendwas kaputt macht. Und wenn du in Form bist, bist du in Form eine Woche vorher. Das braucht man immer rumzaubern am Schluss. Das sehe ich auch so. Also ich muss sagen, ich habe mir da selber auch schon so viel kaputt gemacht, wo ich mir dann gedacht habe, das war einfach hirnrissig, weil man will ja dann immer noch besser sein, noch besser, noch mehr Wasser raus, dass man noch härter ist. Aber wenn dann das Wasser aus der Muskulatur rausgeht, dann schaut es halt gleich mal 20% schlechter aus wie besser. Gell? Ja, ich habe auch schon selber rumexperimentiert. Weißt du, wenn ich teilweise Shooting gehabt habe oder hier Videos gehabt habe, die wo wichtig waren, dann habe ich mir irgendwas Wasser manipuliert, nicht auf unbedingt natürliche Weise. Ja. Gut, da werde jetzt der eine oder andere sagen, was bist du für ein Depp? Warum machst du das? Aber gut, dann müsst ihr immer denken, das habe ich auch die Zeit gelernt, wo ich mit dem Joe unterwegs war, dass ich meine, wenn der Fokus nicht auf die Wettkämpfe liegt, dann ist ja jemand anders, was für den ist das ja zum Beispiel wichtig, dass der in Instagram zum Beispiel gut ausschaut. Also macht er so Aktionen halt für Instagram. Ja. Ich habe halt dann auch ein bisschen rumprobiert zu dem Zeitpunkt und habe dann auch gemerkt, zu 99%, wenn ich irgendwas Spezielles gemacht habe, hat das einfach nicht funktioniert. Habe ich einfach dann so ein bisschen mehr drungen, vielleicht ein bisschen mehr Cardio gemacht, ein bisschen mehr geschwitzt. Dann hat das meistens alle weggelangt. Ja, genau. Ja, das ist meine Erfahrung auch an die Wettkämpfe. Also ich habe tatsächlich auch Athleten, ich habe einmal einen gehabt, der ist Mensphysik, der ist ein deutscher Vizemeister in der Maskular Mensphysik geworden, da war am besten gar nichts machen. Also der ist am Tag vorher, ist der nochmal essen gegangen, ganz normal, dass er schön prall war. Und andere, wo wir rumpoliert haben, ein Jahr vorher, war eigentlich jedes Mal scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Der ist dann immer rund geworden oder Wasserzungen durchs Auflohen und war immer Mist. Gell? Ja, nein, das sehe ich genauso. Also da kann man eigentlich die Leute ran, wo mal auf Bühnegänger wirklich mal das im Vorfeld einmal probieren. Genau. Also einen Probelauf machen, dass man dann einmal wirklich sieht, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Und dann auch wirklich mal ganz objektiv bleiben. Also wie gesagt, nicht sehen von 10 Liter Wasser trinken und 40 Gramm Salz, dann auf 0 Salz und wenig trinken, da ist immer natürlich ein Unterschied, aber schaut es dann wirklich besser aus wie eine Woche vorher? Das ist ja immer das Ausschlaggebende, wenn man nichts gemacht hat. Gell? Genau. Das sehe ich auch so. Einfach da ein bisschen auch mit Verstand arbeiten. Ja. Ich meine, so wie wir das machen, der Tom und ich, wir probieren halt einfach rum. Also eben nicht rumprobieren. Ja. Also, sie auf die sichere Variante verlassen und einfach auf den Athleten einstellen. Also wie gesagt, ich habe auch schon Wettkämpfe gehabt, wo ich dann gar nicht daran teilnehmen habe können, weil ich so dehydriert war. Da muss ich sagen, früher ist mir das gar nicht so bewusst gewesen. Jetzt im Nachhinein habe ich mir den Wahnsinn, trainierst du ein Jahr drauf hin, dann kannst du nicht einmal mitmachen, weil du so kaputt bist.
Hast du meine Form letztes Jahr auf die Arnolds, warum da bin ich Sechster geworden? Mhm. Und ich muss echt sagen, da bin ich richtig scheiße ausgeschaut. Und warum? Mhm. Ich war komplett dehydriert. Ich war sicher nicht fett, sicher nicht. Mhm. Und immer ist es so, wenn ich zum Beispiel richtig dehydriert bin, da sind meine Haxen sind nicht dick, aber die sind brutal abgezogen. Also da ist wirklich der 16 die Fose. Aber oben, das ist wie als hätte ich, war ich fett oder wasserig, weil ich habe keinen Pumpen in der Muskulatur. Du weißt ja selber, schaut die Haut aus, als dass da ist überhaupt kein Streifen drin, nichts. Ja. Aber nicht, weil ich fett war, oder, sondern weil einfach die Muskulatur komplett ohne Wasser war. Das ist mein Eindruck gewesen. Und da war deutlich, war sicher auch weniger mehr gewesen. Was also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich merke, wenn ich mehr Wasser rausmache, werden die Füße immer noch besser, die sind dann richtig auf einem geilen Niveau, ja. Aber oben schaut es dann kacke aus, da verliere ich dann um Volumen. Und durch das Verlust von Volumen schaut es auch glatter aus. Also bei mir sieht man das auch eigentlich am Oberkörper. Genau. Und da ist wirklich weniger mehr. Es war dann auch am Schluss so in der Diät, ich wollte eigentlich einmal so einen richtig gestreiften Arsch haben. Und dann erst, wie ich mich dann der Pitz erst einmal vorbereitet habe und dann das erste Mal im Schwergewicht start, habe ich mich davon verabschiedet, weil einfach dann das Gesamtbild besser war. Okay? Da war zwar der Arsch immer so ein bisschen ein Kritikpunkt, aber es hat einfach das Ganze besser ausgeschaut. Das finde ich, muss ich schaue ja immer ein bisschen, ich finde das im Bodybuilding da kommt es, finde ich, mal aufs Gesamtbild drauf, wo das muss alles passen. Nicht bloß ein gestreifter Arsch, wenn dann der Rest weg ist. Genau, das Gesamte okay. Wieder. Ja. Sie sagt, finden Sie wieder irgendwo so. Was? Jetzt sind wir irgendwo so am Platz. Mir reicht es gerade zu. Jetzt glaube ich, jetzt haben wir schon 1,5 Stunden geredet. Jetzt glaube ich, schließen wir das Thema mal ab. Lieber machen wir uns nicht mal eins, wenn jetzt die Nachfrage von den Leuten kommt. Ja. Du, ich sage vielen Dank, dass du jetzt wirklich lange Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut. War jetzt wirklich ein gutes Gespräch mit dir. Dankeschön. Hab ich auch taugt. Und wenn du es dir anschaut, und ich komme mit dem Tom sowas öfters mal, schreibt es halt einfach mal Fragen oder so in die Kommentare rein. Also, wenn da Fragen sind, machen wir so eine Runde 2. Sehr so. Gern. Okay. Passt. Alles klar. Danke. Ciao. Servus. Merci.